genau okay. gemacht. Ah, warte, Achtung, Achtung, das nimmt schon auf. Okay. Achso. Hoppala. Prost. 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 Prost Dennis. Prost Dr. Karl. Stimmt das? Ja, oder Karl. Karl, ja. Okay. Und herzlich willkommen beim Biertaucher Podcast 321. Heute ist der 24.10.2017. Wir sind in der Zypresse, Westbahnstraße 35A, 1070 Wien. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von allen unseren Unterstützern, namentlich Jörg Wukonik von wukonik.com und allen, die uns noch flattern und Patreonen und sonst irgendwie unterstützen. Direkt ein Thema, Flutter. Ich habe den Artikel noch nicht gelesen, deswegen nur ganz, ganz kurz. Flutter ist wieder da und hat ein neues Modell. Und hat jetzt Dollar statt Euro. Dollar statt Euro. Ja, ach, du hast schon drüber dich informiert. Ich habe sogar schon die Homepage angeschaut. Können Sie mir nur kurz sagen, habt ihr Themen, weil wir erwarten eventuell noch einen Gast, falls er herfindet? Ja, wir hatten schon mal als Thema die Expanse. Ja, bin voll dafür. Ich habe nicht zurück. Halte dich kurz. Also, ja. Ich kann berichten, ich war im Kino, ich habe mir Blade Runner angeschaut. Ich immer noch nicht. Tja, dann wird er jetzt gespoilt. Nee, dann gehe ich einfach raus in der Zeit. Dann ruft er mich, bis ich wieder da bin. Und ferner kann ich will nichts drüber wissen. Kann ich berichten, ich war in Serbien, in der Vojvodina, in Novi Sad, habe mir dort die Festung angeschaut und war auf einem Roguelike-Kongress, also einer Roguelike-Konferenz. Cool. Und das war cool, ja. Termine? Privacy Week diese Woche bis zum 26.10. Bis zum 26. Das kann man schon vergessen, weil der Podcast ist vorher. Das ist zu spät, ja. Interessant ist, die Karten kann man im Meta-Lab am Automaten ziehen. Ah, das ist nett. Und gehst du hin, oder? Nein, ich habe einfach keine Zeit. Aber der 26. ist der Donnerstag. Ist Nationalfeiertag. Ja, da habe ich Zeit. Vielleicht. Genau. Was für ein Feiertag ist das? Österreichischer Nationalfeiertag. Österreich hat in voller Souveränität die immerwährende Neutralität erklärt. Ach so, okay. Vulgo Volkserklärung, der letzte Russ ist abgehauen. Ach so, und wir können wieder unsere typische österreichische Sachen machen. Den Kaiser. Auf den Kaiser. Das wäre schon noch die nettere Seite. Kaiser und Kindesanbetung zelebrieren. Oh, ja, das war's. Aber das hat jeder Staat. 4. Juli, sage ich dazu nur. Ja, das war Krieg gegen England, haben die. Nein, die haben ja Unabhängigkeit von England. Siehst du, auch ein patriotischer Tag. Ja, ich sage nichts dagegen. Ich besser sage nichts über Österreich. Was ist der tschechische Nationalfeiertag? Das weiß ich nicht. Oh je, oh je. Hey, servus. Hallo. Wir haben einen Gast. Hallo. Du bist live auf Sendung. Thomas Kunze. Servus. Hi. Von GMC Institut Oskar. Hallo. Das ist der Dennis, der Karl. Das ist am besten. Ah ja, wir müssten Flugmodus gehen, wenn wir aufnehmen. Ah ja. Bin ich schon. Ich hab vergessen, So, ich muss auch Timestamps mitschreiben. Ja, cool, dass du herkommen bist. Ja, freut mich. Ich habe dich hier einmal interviewt für einen Podcast. Richtig, genau. Bei der wer weiß, ob das jemand gehört hat. Vielleicht, wenn du dich nur kurz vorstellst, wie du heißt und wer du bist. Okay, also ich heiße Thomas Kunze, bin heute Abend von dir eingeladen worden und betreibe eine Initiative, die Games Institute Austria heißt. Und du bist das Games Institute Austria. Sozusagen, genau. Also das bin größtenteils ich. Wir begrüßen heute das komplette Games Institute Austria. Ja, genau. Und ich beschäftige mich im Prinzip mit Game-Based Learning, Game-Based Communication, also alles, was man mit Spielen so machen kann, außerhalb der Games-Kultur. Sehr cool. Ja. Und machst du auch die Sachen Games-Based Politik wie in China? Das musste ich fragen. Nein, das ist eigentlich nicht Game-Based, sondern das ist eigentlich Gamification. Also da geht es darum, dass man gutes Verhalten irgendwie honoriert und schlechtes Verhalten sozusagen sanktioniert. Und das hat größtenteils damit zu tun, dass man eben misst und bewertet. Und ich beschäftige mich nicht so sehr mit der Messung und den Leveln und den Badges, sondern ich beschäftige mich tatsächlich mit dem Einsatz von richtigen Spielen. Ah. Also das heißt, jedes Spiel fordert dich heraus, etwas zu lernen, dich aktiv zu entwickeln und
es gibt so viele Spiele, dass man ganz, ganz vieles finden kann, was irgendwie für die Bildung oder für die Politik oder für die Fortbildung oder fürs informelle Lernen spannend sein könnte. Cool. Gibt es auch ein gutes Spiel, das du empfehlen würdest für Noten lesen, musikalische Noten lesen? Oh. Für musikalische Analphabeten, die Noten lesen lernen sollen. Aber nicht unauf. Ja, ich meine, man muss es irgendwann lernen und ja. Oft wollen Kinder lernen, wie man Noten liest und dann, wenn man es immer das Gleiche immer beibringen muss, ist es nicht wirklich so vielleicht interessant. Und die Spiele, die ich gesehen habe, meistens waren nicht so überzeugend gut und es wäre cool, ich frage nur aus persönlichem Interesse. Also ich kenne aktuell kein Spiel, das dich tatsächlich schult, Noten zu lesen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Spiele, die sich mit Musik und mit Tönen und mit Rhythmus beschäftigen, aber zum Notenlesen spezifisch ist mir leider keins bekannt. Aber für Musik generell? Ja, jede Menge Sachen. Also es gibt ja Guitar Heroes. Eben, die allzu bekannten Guitar Hero, Rockband und so weiter. Was man davon hält, ist natürlich eine andere Sache. Aber es findet trotzdem während dieses Spiels ein Lernprozess statt. Also du musst oder du bist herausgefordert, das richtige Spiel besser zu spielen, die richtigen Töne zu treffen, die richtigen Tasten zum richtigen Zeitpunkt. Aber es hat mehr mit Rhythmus zu tun als mit Noten, weil du hast absolut keine Ahnung, was das für eine Note ist, du lernst nur eins Rhythmusgefühl. Es wäre aber durchaus denkbar, dass man im Prinzip auf so einer Basis, also quasi im Rahmen der Nutzung des Spiels, so vorgeht, dass man quasi zusätzliche Infos liefert, zumindest für diejenigen, die sich interessieren würden. Das heißt noch lange nicht, dass das dann alle machen und alle tun und alle auch gerne tun, aber es heißt doch, dass diejenigen, die das Spiel gut finden und vielleicht Interesse haben an Notenlesen, Musik, Instrumenten spielen oder so, dass die eben dadurch sozusagen die Brücke gelegt bekommen könnten. Das wäre denkbar, also das, so würde ich es nutzen. Also es ist natürlich der Königsweg, wenn du die Möglichkeit hast zu sagen, okay, was ich im Spiel lerne, also was ich tue, ist automatisch sozusagen für den Alltag umsetzbar. Aber Spiel ist ja vor allem auch eine soziale Beschäftigung, die im Prinzip ganz stark damit zu tun hat, dass ich mich gemeinsam an etwas heranwage und diese Zeit genieße. Und wenn ich da eben im auch Prinzip... Auch in einem Singleplayer-Spiel? Auch in einem Singleplayer-Spiel kann man zusammenspielen. Nee, ich meine jetzt nicht zusammenspielen, aber wenn man ganz alleine ist, hat das dann auch... Ist das also es gibt natürlich Spiele, die sehr stark auf sozusagen die Einzelspielererfahrung setzen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn es so ist, dass Spiele ganz narrativ sind, dann heißt es ja, dass sie oft näher am Film sind oder am Buch. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass man über all diese Spiele eine sozusagen eine Multiplayer-Schicht legen kann. Also das ist kein echtes Multiplayer, sondern das ist die gemeinsame Auseinandersetzung mit einem Spiel. Ich habe das früher mit meinem Bruder immer so gemacht, dass wir irgendwas gespielt haben. Das waren oft Strategiespiele oder irgendwas sehr, sehr Taktisches. Und wir haben dann immer geschaut, dass wir gemeinsam einfach Strategien testen und haben uns ausgetauscht. Und das war eigentlich... Also auf eine Meta-Multiplayer-Ebene in deinem Single-Spieler gehabt. Ja, dass du mit deinem Bruder drüber redest. Ja, im Prinzip ist es schon eine Art Metaebene. Das geht ja dann auch über das Spielen selbst hinaus. Das ist ja dann wirklich eine Interaktion über das Spiel, aber nicht mit dem Spiel. Ja, und es ist ein ganz intellektueller Vorgang. Ja. Es ist auch so, also vor kurzem war im Rahmen des Games for Change Festivals waren mehrere Vorträge und da gab es einen von der Constance Steinkühler und die hat die wichtigsten Studien der letzten 10 Jahre vorgestellt und da war eine Studie, die nachgewiesen hat, dass die Auseinandersetzung mit Computerspielen, also das heißt ein Spiel zu spielen, dazu beiträgt, dass der Spracherwerb wie auch die Sprachfähigkeit im Prinzip geschult und verbessert wird, obwohl du gar nicht sprichst, weil du dich im Prinzip mit der dir vorgelegten Information so präzise auseinanderzusetzen hast, dass das einfach profitiert, sozusagen. Okay. Also ich kann meinen PhD bedanken für meinen Computerspiel-Hintergrund. Ja, zum Teil bestimmt. Also es sorgt natürlich nicht dafür, dass man
quasi das jeweilige Fachwissen hat oder dass man gut lernt oder dass es in der Prüfung gut klappt, aber die Auseinandersetzung mit Inhalten ist das Wichtige. Und Spiele sind oft so komplex und vielschichtig, dass es einen schon intellektuell eher fordert. Es gibt natürlich auch andere Spiele, aber dennoch sind die irgendwie nutzbringend. Und wenn es bloß die Möglichkeit ist, sich zu entspannen. Ja. Achso, okay. Ich hätte jetzt gesagt, aber damit sind nicht solche Spiele wie zum Beispiel Moorhuhn gemeint. Ja, Moorhuhn ist ja kein... Also das darf sich ja kaum Spiel nennen. Moorhuhn ist ja eine Art Büro-Freizeitbeschäftigung sozusagen. Also es ist intellektuell nicht besonders anspruchsvoll. Es ist von der Steuerung her nicht besonders... Für einen Whisky-Hersteller, das so... Das ist einfach nur, da erscheint etwas und du schießt drauf. Es erscheint etwas und du schießt drauf. Das ist so primitiv, dass viele Leute geschossen. Ist ein bisschen so wie Scheibenschießen am Jahrmarkt. Aha, es ist wie Whack-A-Mole. Ja, nur Whack-A-Mole ist es immer noch so, das ist ja noch fordernd von der Koordination her. Moorhuhn ist einfach nur, es fliegen Moorhühner über den Bildschirm unterschiedlich schnell und du musst die abschießen. Also das ist wirklich so Scheibenschießen. Und es ist damit kein Spiel, das ich besonders hervorheben würde durch Spannung oder zum Beispiel, okay, das ist fragwürdig, ob es wirklich ein Spiel im Sinn ist, aber es gibt in Japan die bekannte Visual Novels, falls du diesen Begriff kennst. Das sind die Spiele, wo es ist nicht wirklich so viel Spiel, aber es ist wie diese Choose Your Own Adventure, wo du viel liest und es schaut und dann... Das sind immer so Manga-Figuren, ne? Ja, Manga-Figuren und dann nach einem bestimmten Punkt kannst du A, B, C, D und dann laut, wie du aussuchst, die richtige Entscheidung, entweder... So bekommt, Adventures sind es, ne? Telltale Games. So ein bisschen. Also, so die Idee der Choose Your Own Adventure Books ist ja schon älter. Also das gibt es ja auch tatsächlich als richtiges Buch, insbesondere im englischsprachigen Raum. Ich kenne mich jetzt mit den japanischen Visual Novels nicht so aus. Ich kenne nur, in der Games-Kultur in Japan gibt es viele Spiele, die sehr visuell und sehr storylastig sind. Das sind dann oft irgendwelche Dating-Sims. Ja, genau, das ist ja meistens so. Und ja, in diesen Spielen lernst du natürlich auch etwas. Also du lernst zu verstehen. Also deine These ist eigentlich, dass man gar nicht nicht lernen kann, wenn man spielt. Also es geht ja schon damit los, dass man Spiel ganz schwierig definieren kann. Mhm. Ja? Ja. Aber du hast quasi dem Gesamtbegriff Spiel hast du so vieles, was spannend ist, dass vielleicht das eine oder andere Genre oder das ein oder andere Modell oder Spiel nicht so ins Gewicht fällt. Also es gibt zum Beispiel ein Genre, das heißt Klickerspiele. Ja, und Klickerspiele sind im Prinzip fast so ein bisschen wie eine Skinnerbox. Also das heißt, du machst nichts anderes, als irgendwo hinzuklicken. Und wenn du oft genug geklickt hast, dann hast du so viel Wert bekommen, dass du beginnen kannst, Fähigkeiten hoch zu leveln. Aha. Und je mehr du das machst, umso weniger musst du klicken und es sieht so aus, dass du automatisch verdienst. Also die Währungen im Spiel steigen und je mehr du hast, umso mehr kannst du ausbauen. Das ist der einzige Sinn des Spiels. Das heißt, es gibt nichts zu lernen und es gibt auch nichts zu können. Ja, es gibt. Da gibt es ein ganzes Genre, jede Menge. Elektronische Äquivalent zum Fidget Spinner, ne? Genau. Aber es ist natürlich auch von der Idee des Genres her, also wenigstens als Kommentar zu verstehen auf unsere gesellschaftlichen Mechanismen. Oh Gott, ich meine, ich habe nicht gewusst, dass diese Genre existiert. Aber es gibt ja ganz viel. Also es gibt ja zum Beispiel eben auch das Spiele-Genre der sogenannten Interactive Fiction. Und Interactive Fiction ist nichts anderes als Choose Your Own Adventure, also ganz, ganz klassisch Text und dann immer wieder Fragen und Entscheidungen, wo das Spiel mehr oder weniger abbiegt, also nach links oder nach rechts. Ja. Und das ist das ganze Spiel. Das ist auch ein Genre, das inzwischen relativ bekannt ist und gerade für Telefone auch relativ beliebt ist. Also da gibt es ganz gute Verkaufszahlen. Aber es gibt Spiele, die heißen Walking Simulator sozusagen. Mhm. Also da geht es darum, dass man gar nicht wirklich interagieren kann. Also das heißt, du hast eigentlich keine Verben. Also wenn du
über Spielmechaniken sprichst, das ist sozusagen das, was du tust, dann geht es immer um die Verben, was tust du. Und wenn du nur liest und dann A oder B wählst, dann hast du ja quasi gar keine Tätigkeit. Oder wenn du sozusagen einem Film zuschaust, einem interaktiven, und dann hin und wieder mal Kleinigkeiten zu entscheiden hast, dann ist das eigentlich ja überhaupt kein richtiges Spiel, aber es ist trotzdem unter dem Überbegriff gesammelt. Ich glaube, noch einen Tee. Okay. Ja, machen wir kurz. Passieren wir mal zum Essen. Mhm. Ja. Das ist ja wurscht, wann welche Zeit wir haben. Bis gleich. Drop. Okay, nimm drauf. Okay, dann während der Thomas jetzt rauchen ist, reden wir über The Expanse, okay? Mhm. Noch 50 Sekunden warten. Die bitte. Dennis, du, ja, ich hast ja jetzt zwei Staffeln, zwei Seasons von The Expanse reingeknallt. Ja, am Stück. Hattest du dabei meine Empfehlung noch im Ohr vom letzten Podcast? Nein, aber ich habe mir gedacht, nach Discovery, ach, ich habe gerade so Lust auf Science Fiction. Und ich hatte mit Discovery ist kein Science Fiction? Nein, ich hatte Lust auf mehr Science Fiction. Ach so. Also ich wollte noch mehr Science Fiction sehen. Focus Discovery. The Expanse, nicht Discovery. Ja, genau. The Expanse. Und, also du bist einfach da reingestolpert und hast das unvorbereitet und ohne Vorurteile angeschaut. Genau. Also innerhalb von wenigen Stunden. Also alle auf einer Ding reingeknallt, fast. Nonstop. Oder? Wie nennt sich das? Binge-Watching? Binge-Watching. Ja, genau. Also, wie lange brauchst du für eine komplette Season? Naja, wie viele Folgen sind es? Stimmt, ja. Aber ich meine, 10 und 13 waren es. Keine Verdauungspausen dazwischen oder schläfst du mal dann eine Runde? Doch, natürlich, also, ja. Aber du hast noch nicht zu Ende Heldensagen von Kosmos ins Reihen. Nein, noch nicht. Das ist mit Binge-Watching sehr schwer und deswegen habe ich es nicht weitergeschaut. Expanse-Burschen, ja? Also du kennst das gar nicht? Nein. Okay, musst du angucken. Ja, definitiv. Guck-Empfehlung. Direkt vorweg Empfehlung. Worum geht's? Ja, ich weiß nicht, sollte man erzählen, worum es geht? Sicher sollte man das erzählen. Beziehungsweise ihr könnt auch die alte Biertaucher-Podcast-Folge hören, wo ich das schon erzählt habe. Aber wir machen es gerne nochmal. Also ganz ehrlich, ich finde, wenn man unvorbereitet ist, ist es besser. Aber man kann so ein paar Sachen erzählen. Einfach, also wer jetzt unvorbereitet bleiben will, muss einfach vorspulen. Dazu gibt es ja die Shownoten. Hm? Ich würde gerne ohne Spoiler und wirklich nur Sachen nennen, die gut sind. Einfach. Also bitte nenne ohne zu spoilern oberflächliche Sachen, die gut sind. Okay, also erstens, das Weltraumgefühl. Unglaublich gut. Bei Discovery hat man ja nicht so wirklich ein Weltraumgefühl. Da ist das irgendwie, okay, man ist im Weltraum. Aber The Expanse, dieses Weltraumgefühl, dieses, ich bin jetzt im Weltraum, die Abstände sind zu groß. Es hat mich so weit gereizt, mich eigentlich darüber mal wieder zu informieren, weil ich nicht mehr wusste, wie groß diese Abstände sind. Man kann ein paar Orte nennen. Jupiter spielt eine Rolle, Erde, Mars und Ceres. Venus auch. Ceres ist ein Kleinplanet im Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Erde. Spielt eine große Rolle. Und wenn man diese Abstände kennt und dass das, ja, dass es die Abstände gibt und dieses da wird patrouilliert und sie begegnen vielleicht sogar einer Patrouille und dann eigentlich könnte man drüber hinwegfliegen und so weiter. Das war, fand ich, etwas unlogisch, aber trotzdem es passt irgendwie rein. Also man kann ja durchaus auch eine kugelförmige Patrouille sich vorstellen. Ja, also ich finde das ziemlich interessant, dass da dieses Weltraumgefühl einfach vorhanden ist in dieser Serie. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Ich fand sogar 2001 dieses Weltraumgefühl nicht so gut wie bei The Expanse. Das ist wirklich grandios und gleichzeitig diese Enge. Also, dass man halt auf engem Raum eigentlich liegt. In den Stationen, ja. Und ich finde auch, das kommt erst in der zweiten Staffel so richtig vor, wie die Erde eigentlich ist. Und das finde ich auch ziemlich gut dargestellt, die Erde. Ich finde das wirklich ja eher runtergekommen, ne? Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, am Anfang toll, die Erde ist eigentlich noch immer ein schöner Ort und dann sieht man sie wirklich und es ist wirklich, oh Gott, es ist wie ein Schlag vor den Kopf. Und so ist die eigentlich die ganze Serie. Die ganze Zeit denkt man sich, okay, das geht jetzt in diese Richtung. Und dann passieren Ereignisse, die man nicht erwartet hat. Man merkt, dass es eine Buchvorlage dazu gibt und dass die sehr gut umgesetzt worden ist. Also
Ein Freund, der es mir empfohlen hat, hat auch gesagt, er hat halt extra die Bücher gekauft und hat gesagt, die Bücher sind gut, aber die Serie ist eigentlich besser. Okay, das ist eigentlich sehr selten. Ja. Üblicherweise ist die Buchvorlage wesentlich besser. Mir hat gefallen, dass das politische System recht gut ausgearbeitet ist, aber ich glaube, das kommt von der Buchvorlage. Also es gibt diese Belter, die Gesteinsbrocken abbauen. Ich würde ja diplomatisch, nicht politisch. Ja, dass es halt so Fraktionen gibt, den Marsianer und die Erdbewohner. Ja. Alles Menschen sind und sie sich trotzdem nicht wirklich mögen. Was ich finde, ist, dass diese... es gibt ja in jeder Fraktion irgendeine Person, die eine gute Person darstellt. Und ich finde das schon zu extrem gut. Man merkt an einem der Hauptcharaktere, der übrigens dieselbe Synchronstimme wie Kit Harington aus Game of Thrones hat, was so gut eigentlich passt. Das ist eine neue Ebene eigentlich. Den Kapitän der Rosinante. Ach so, okay, den Jungen. Ja, genau. Der hat dieselbe Synchronstimme wie Kit Harington. Hast du das auf Deutsch geschaut, oder? Ja. Ach so, okay. Ich finde deutsche Synchrone... Achso, deutsche Synchrone... Oh Gott. Er schaut auf Deutsch. Ja, und das hat natürlich eine komplett neue, ganz neue Ebene hinzugefügt, weil es dieselbe Synchronstimme ist und man hat die ganze Zeit Jon Snow. Und dieser Charakter, das ist auch so ähnlich. Also das ist sehr passend. Oh, du bist... Du hast jetzt echt eine Memme. Ja, ist okay. Okay. Also, die deutsche Synchronisation ist besser gesagt, als bei Game of Thrones. Die Technik hat dich nicht so beeindruckt. Also Technik? Wie sie das Weltraum, den Weltraum darstellen. Nee, finde ich grandios. Ach so, das, was du meinst. Ja, Technik, also physikalische Regeln. Und tagelang dann abbremsen, um irgendwo hinzukommen. Ja, das ist sehr, sehr gut, aber nicht hundertprozentig realistisch. Also, wer hier auf 100% Realismus steht, wird ein bisschen enttäuscht, aber auch nicht so sehr. Man kann drüber hinwegschauen. Also, das sind nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Facepalm wert, sondern es ist dramaturgisch nicht wirklich stark beeinflussend, dass die physikalischen Gesetze zum Teil nicht richtig eingehalten werden. Insgesamt, ich sage dann nur einfach Schall im Weltraum. Ja. Gibst du eine Guck-Empfehlung ab? Ja, definitiv. Also wer also auf Science-Fiction und Gesellschaft... Aber auf Englisch, nicht auf, auf Deutsch. Mir ist es auf die Originalsprache mit Originalstimmen und Original... Ja. Ich finde ehrlich gesagt, die Deutsche hat so eine ganz eigene Ebene. Okay. Also es lohnt sich auch eventuell... Deutsch anzuschauen. Aber natürlich, ja, inzwischen gefallen mir sogar auch Englische besser. Ich habe was Nettes zu berichten dafür. Bitte noch 45 Sekunden. Dennis, so auf dem Weg. Und zwar, ich war in Serbien. Ich bin durch totalen Zufall, habe ich auf meinem Lieblings-Roguelike-Wiki nachgeguckt, weil ich irgendwas programmieren wollte über ein Roguelike. Und da stand der Roguelike-Konferenz in Novi Sad und habe mich angemeldet und einen Speech eingereicht. Der Speech wurde sofort akzeptiert und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Novi Sad besucht, was definitiv eine Reise wert ist. Ich war dieses Wochenende sehr billig hingefahren mit BlaBlaCar, billig gewohnt, Hostel. Und was kann ich über Novi Sad sagen? Es ist eine kleine, sogar ehemalige österreichische Stadt. Es schaut alles so mit Barockarchitektur aus, also die alten Anteile, fühlt sich als Österreicher gleich ein bisschen zu Hause und hat eine sehr imposante Festung. Die wurde unter Prinz Eugen ausgebaut, die beherrscht dort so die Donau und diese Festung ist erhalten. Eine der größten, glaube ich, noch erhaltenen Festungen aus der frühen Neuzeit und die hat sehr viele unterirdische Gänge und wir haben dann am Sonntagvormittag auch so eine Führung durch die Tunnels der Festung gemacht und das war natürlich extrem cool, weil wir alles Roguelike-Player sind, die also hauptsächlich gerne Spiele spielen, wo du in einem Tunnelsystem herumlaufst und dann sind wir wirklich in so einem Tunnelsystem herumgelaufen mit Original-Schießscharten und Aufzügen. Und waren die Monster zu erlegen? Was hattest du für Waffen? Ja, wir hatten keine großartige Bewaffnung, wir hatten einen Tourguide und dem sind wir brav nachgelaufen. Ah, und der hat euch die Monster dann... Der hat halt seine Tour gemacht auf Englisch und aber er hat zum Beispiel erklärt, dass die Tunnels bewohnt sind, dass da Füchse reingehen und natürlich auch Obdachlose und in Novi Sad auch sehr viel betrunkene Jugendliche, die dann... Wird das Tunnelsystem mit der Maus oder auch nur mit der Tastatur gesteuert? Also Mäuse gibt es dort, aber wir sind zu Fuß durchgegangen. Das Interessante ist, also das Tunnelsystem dort ist 7 Stockwerke tief
und die untersten 3 oder 4 Stockwerke sind vom Donauwasser geflutet. Mhm. Und, aber es gibt Tauchexpeditionen, also zum Teil gibt es noch unerforschte. Die waren ursprünglich nicht geflutet. Die waren ursprünglich nicht geflutet, ich nehme an, die wurden trocken gehalten oder waren auch bautechnisch besser im Schuss und über die Jahrhunderte ist das dann halt von der Donau unterspült worden. Ja, und also das kann ich sehr empfehlen. Ich habe auch Fotos gemacht, kann man sich anschauen. Und drinnen in den Tunneln sind so Schautafeln. Also es ist sehr empfehlenswert, wenn man Novi Sad besucht, sich eine Tour zu buchen auf diese Festung. Und sonst war ich auf einer Roguelike-Konferenz. Das war eine eher kleine Veranstaltung, so circa, sonst gewesen sind 30 bis 40 Leute maximal. Und waren interessante Themen, zum Beispiel wie man neuronale Netzwerke dazu bringt, dass sie gescheite Dungeons kreieren für Roguelike-Spiele und wie die dann ausschauen. Und, also recht, recht cool. Und es waren auch mehrere Roguelike-Entwickler dort, die selber Roguelikes gemacht haben und fast alle, die dort waren, haben einen zu mir sehr kompatiblen Computerspiele-Geschmack gehabt. Also wir haben zum Teil über dieselben Computerspiele diskutiert und das war sehr, sehr erfrischend. Die Ziggurat und so? Ziggurat? Ziggurat. Nein, das hat keiner erwähnt, aber ich nehme an, das haben sie auch alle gespielt. Aber zum Beispiel waren dort Leute, die Dominions 4 gespielt haben, das, wo ich extrem selten sonst Leute treffe, die das spielen. Und, ja, und das Coole war, ich habe dann selber einen Speech gehalten, und zwar ich geredet über Roguelikes verwenden, um Kindern Python beizubringen, und der Speech ist extrem gut angekommen, wurde danach auch lang diskutiert, und ich habe einmal im Leben als Lehrer dieses ganz, ganz seltene Gefühl gehabt von beruflicher Anerkennung. Also, dass Leute mich dafür anerkennen, was ich mache. Das hat mir Berge gegeben und das war locker die Reisekosten wert. Und es war wirklich so, dass die Leute nach und nach am nächsten Tag dann zu mir gekommen sind und so die Hand geschüttelt haben: Ja, your talk war so inspiring. Und dann habe ich gedacht, das muss irgendein Nerv getroffen haben von denen. Und ja. Es hat nichts damit zu tun, aber du hast mich gerade erinnert, Renat und uns und ich haben ein Konzert gemacht in Breitenfurt und es ist auch extrem gut angekommen. Oh. Habe ich schon drüber geredet? Ah, hast du schon davon gesehen. Und das ist schön, oder? Wenn man Anerkennung. Ja, das ist sehr schön. Was ich muss auch, das ist das, was in der Gesellschaft ein bisschen fehlt, Anerkennung. Ja, was auch lustig ist, ist, desto mehr Anerkennung man hat vom Publikum, desto weniger man hat vom Klavierlehrer und umgekehrt. Tja, das sind zwei Welten. Ja, und ich werde versuchen, einen Blogpost zu schreiben über das Ganze und es wurde gefilmt, also es müsste sowohl mein Vortrag als auch die ganzen anderen Vorträge dann demnächst auf YouTube verfügbar sein. Also sobald ich das Blogposting fertig habe und alles, werde ich es verlinken in den Shownotes. Ah, Shownotes. Und sonst, es war ein cooler Vortrag, der gemeint hat, also ASCII-Grafik, früher, jetzt und für immer. Das war so ein bisschen ein ASCII-Grafik-Fanatiker und hat dann einfach extrem coole Sachen gezeigt mit OpenGL und ASCII. Textgrafik, also 3D-Drachen bestehend aus Buchstaben und ja, und ich habe extrem Lust gekriegt. Wahrscheinlich die, wie heißt sie, die Lala? Nee, die Kaka-Library. Ich weiß den Namen nicht mehr. Und dann wurde sehr viel auf Beamer, da waren so After-Partys und da wurde sehr viel Brogue gespielt, BR, also B-Brogue. Und das ist im Textmodus mit aber sehr schönen Farben und sehr schönem User-Interface. Und da habe ich dann so Lust gekriegt, dass ich das auch selber zu Hause installiert habe. Und normal bin ich ja ein Textverabscheuer und habe dann sofort so ein Teilset gedownloadet, dass man, also wenn da ein kleiner Hund ist, dass das nicht ein kleines D ist, sondern wirklich ausschaut wie ein kleiner Hund. Und das war dann irgendwie, wahrscheinlich war das der Effekt von Novi Sad. Und man dachte, der kleine Hund schaut aber doof aus, ich will wieder dieses hübschen kleinen D-Buchstaben, ich spiele jetzt tatsächlich Brogue im Textmodus, also das Text mit sehr guter Farbgrafik dazu. Also, wie soll ich sagen, eigentlich nur mit sehr, sehr farbiger Text. Aber das macht einen extrem guten Spiel. Erinnert mich gerade an Dwarf Fortress. Ja, 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 richtig. Ich habe auch die ganze Zeit dran gedacht. Was hat das Spiel mit Dwarf Fortress zu tun? Außer die Grafik? Nichts, würde ich sagen. Okay. Also sind beides Roguelikes. Also bei Rogue spielst du einen Einzelspieler. Einzelspieler Dwarf Fortress spielen? Kannst du auch, ja. Aber ich... Moment, Dwarf Fortress ist doch Einzelspieler. Ja, es geht um, du steuerst entweder so eine ganze Zwergenkolonie, aber es gibt auch so einen Adventure-Modus, da wo es nur ein eigenes sein muss. Wo man kann ein Mensch, ein Zwerg oder ein Elf spielen. So eine Party. Ah, man kann auch ein Elf spielen. Mhm. Gibt es auch ein neues? Ein was? Gibt es auch ein neues, das heißt Cogmind. Und das ist auch, man sagt, oder was? Man sagt, es sei wie Rogue, also kein Rogue-like, sondern like Rogue.
Und das lässt sich auch, also da lässt sich umschalten zwischen ASCII-Modus und traditioneller Grafik. Natürlich auch sehr, sehr simpel. Und das lässt sich zum Beispiel auch steuern mit der Maus. Oder es gibt einen Keyboard-Mode. Das heißt, ich kann es nur mit dem Keyboard spielen. Also das appelliert auch an diese ganz, ganz klassischen Erfahrungen. Cogmind. Cogmind. Kannst du kurz sagen, worum es geht in dem Spiel? Oder? Es ist wie Rogue. Also, achso, okay. Das heißt, du bist ein Maxer, du bist so ein C und du hast Eigenschaften und du kannst natürlich die Eigenschaften verändern. Also du kannst, also zu Anfang schwebst du und dann kannst du dir eben Beine zusammensuchen und spielst wie bei Rogue. Also das heißt, du bist irgendwo im 11. Untergeschoss und gehst halt Level für Level hoch. Und triffst auf Gegner und es gibt aber auch so Drohnen. Okay. Also das sind im Prinzip NPCs, die eben auch den Schrott aufsammeln. Das heißt, wenn du irgendjemanden zerschießt, musst du schauen, dass du die Sachen, die du brauchen kannst, schnell aufsammelst. Ah, das kommen du. Diese Drohnen. Ass-Fresser sozusagen. Genau. Das ist sowas wie Goblins oder was. Das schaut sehr spannend aus. Es ist nicht mein Genre, aber ich glaube, für diejenigen, die das mögen, ist es wirklich ein Genuss. Angeblich. Also ich hätte ja so gerne sowas wie Draw Fortress in etwas leichter bedienbar. Ja, Gott. Ja, dann kann ich ja Rogue sehr empfehlen, weil das bei den Extremen wirklich so mit Maus, mit Maus und ein paar Tasten hat. Achso, das ist doch wie Draw Fortress. Nein, es ist einfach bedienbar, was Draw Fortress nicht behaupten kann. Nee, Rogue hat ein wirklich gutes User-Interface. Aber das ist doch Roguelike, dachte ich. Ja. Also, okay, das ist Roguelike heißt nur, dass du ein Maxwell bist, rumlaufst und permanent. Nee, das meine ich nicht, sondern wirklich Draw Fortress, dass du den ganzen Staat steuerst. Achso. Was hältst du von RimWorld? Kann ich mich mehr erinnern? Habe ich drüber gelesen, aber irgendwie war es noch nicht so vollständig, habe ich in Erinnerung. Also es hat mir noch immer noch Early Access, glaube ich, aber es lohnt sich. Also es ist natürlich nicht ganz so wie Dwarf Fortress, aber es hat doch einige Aspekte, die ganz ähnlich sind. Zum Beispiel ist es so, was ja auch bei Dwarf Fortress eine der Stärken ist, bei RimWorld entstehen über die Charaktereigenschaften und die Handlungen der Figuren, die Teil der Basis sind, entstehen Geschichten. Ja. Also es ist ein Geschichtengenerator sozusagen. Was war nochmal RimWorld? Wie war die Grafik nochmal? Die Grafik ist so ähnlich wie Prison Architecture. Okay, dann weiß ich, welches Spiel das ist. Okay, ja. Das ist das, wo zum Beispiel in der Wüste, wo du nicht wirklich in die Tiefe gehst, sondern hauptsächlich in der Oberfläche bleibst. Auf der Oberfläche. Ja. Ja, das Beklemmende von Draw Fortress mag ich nicht so gern. Es gibt ja auch eins, das im Weltraum spielt. Das ist, weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das ist ähnlich wie Deep Space Nine oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das aber ziemlich schlecht bewertet wird, weil es einfach ein schlechtes Spiel ist. Aber sowas Weltraumartiges wäre natürlich auch schön. Es gibt auch sowas, noch immer im Early Access und Alpha 22 gibt es Stonehearth. Okay. Ich schreibe das alles mal auf. Ich habe das Spiel manchmal versucht, es ist noch in Early Access und Alpha, aber... Earth oder Hearth? Hearth, so wie... Was ist Steinmann als Herd? Nein, Herd. So wie Herd, wo man das Steinmann Feuer... Herd, okay. Feuerstelle. Eine Feuerstelle und... Das ist ein Spiel, die Vorbild ist so Dwarf Fortress, eine RPG-Mischung, und aber hauptsächlich man hat ein Dorf von verschiedenen Hearthlings, nennen die sich. Härtlinge, und ja, die haben Levels und die haben Persönlichkeit und die reden miteinander und verschiedene, viele andere Sachen, aber es ist noch sehr, sagen wir, sehr viel wird entwickelt. Wie ich es probiert habe, zum Beispiel habe ich gemerkt, man kann alle Gebäude eine Custom-Design machen von ihr. Es gibt für Gebäude ein Template, aber man kann selbst Templates innerhalb des Spiels machen. Und dann braucht man nur, um es zu bauen, braucht man die Härtlinge und die Ressourcen. Ich glaube, das habe ich auch schon irgendwo auf YouTube gefunden. Ja, ich suche nach sowas in der Art, aber ich mag dieses Beklemmende von Draw Fortress. Beklemmende? Ich finde das irgendwie beklemmend, dieses Spiel. Das ist beklemmt. Klaustrophobisch. Ja. Ach so, ja. Ich habe es auch gespielt. Ich finde Draw Fortress, was nervig ist, es gibt sehr viele Bugs. Bugs oder was? Bugs, ja.
Und auf meinem i5 oder ich meine auf i7 wäre es auch nicht anders, hat meine Computer einfach nicht die Leistung zu spielen. Ich meine, es ist ASCII-Grafik und dann gibt es dann 10 Frames per Second. Und ich bin wie, das ist ein bisschen schlimm für mich. Besonders sobald man mit Wasser arbeitet, ist eine Katastrophe. Ja, zum Thema Spiele habe ich auch dort erfahren, auf der Konferenz, Illwinter, meine Lieblingsproprietäre Spielefirma, arbeitet an Dominions 5. Das soll jetzt im November herauskommen. Ich bin schon sehr gespannt. Es gibt auf illwinter.com schon einen Eintrag, wo sie schon Features vom neuen Spiel herzeigen. Das ist jetzt eben schon die 5. Inkarnation dieses Dominions-Spiels und ja, ich werde es mir sofort kaufen am ersten Tag, wo es heraus ist. Wie jedes. Und dann werde ich es sehr intensiv spielen. Mhm. Also ich habe was zu tun. Das heißt also, 2 Monate lang sagst du, ich bin nicht erreichbar. Ja, der Podcast wird, wird passiert. Ich habe einen Kollegen, der spielt jetzt Elex und hat schon vor 2 Jahren, als Fallout 4 rausgekommen ist, hat er gesagt, ich komme jetzt einen Monat lang nicht. Und nach einem Monat, ich komme noch einen Monat nicht. Das klingt wie MMO-Spieler. Ja, der spielt auch ein bisschen MMO, ja. Das doch, ich war mal Guild Leader in einem MMO und das war wie, okay, ich muss mich entscheiden, soll ich einen Magister abschließen oder einen Master sein? Da habe ich mich entschieden, okay, ich mache besser einen Magister. Ja, ich weiß nicht, ob die Entscheidung korrekt war für deine Zukunft. Würdest du jetzt im CV schreiben, dass du Guildmaster wirst? Ich war in, falls jemand das kennt, Warhammer Online. Eigentlich solltest du dazu schreiben, Guildmaster in Warhammer. Wirklich? Ja, warum nicht? Das ist durchaus in der IT. Wirklich? Ich habe auch World of Warcraft gespielt und ich konnte einfach nicht mich, weißt du, als Guildmaster oder Universe, es war nicht so interessant für mich. Es war hauptsächlich für mich interessant, Warhammer Online, dadurch, dass es ging um Menschen gegen Menschen spielen, RVR oder weißt du, PvP auf Massen, wo man hat 2 Seiten und eine Seite sind Menschen und die andere Seite sind Menschen. Und in World of Warcraft geht es um eine Gruppe von Menschen gegen bestimmte Dungeons. Und das war nicht so interessant für mich. Und weißt du, wo man braucht wirklich schnell reagieren auf was die anderen Menschen tun, das war ich schon viel besser geeignet als. Wir müssen alle präzise genau machen, eine bestimmte Art uns benehmen, um es zu machen. Kein Leroy Jenkins. Ich war auch mir gar nichts. Nein, ich bin. Du kennst nicht Leroy Jenkins? Ja, oh Gott. Das musst aber du erzählen. Du kennst das bestimmt. Ich kenne es. Was ist das? Wie soll ich sagen? Es ist ein YouTube-Video, oder nicht? Es ist sehr bekannt. Leroy Jenkins. Was macht er? Leroy Jenkins. Oh, ich muss auch noch eine Sache dazu sagen. Mein Dermatolog hieß auch Leroy Jenkins. Leroy Jenkins war eine Parodie von diesen Guilds und er geht es ist urlustig, aber ich weiß nicht, wie man das. Also, soweit ich es verstanden habe, es ist ein YouTube-Video von einem Raid. Also in World of Warcraft? In World of Warcraft, okay. Und es ist ein altes Internet-Meme schon. Mhm. Sie waren bei einem richtig großen und schwierigen Raid, auf den man mehrere Stunden hinspielt. Mhm. Und vor dem finalen Boss-Fight haben sie sich alle versammelt vor dem Raum und haben besprochen, was sie machen. Und der eine. Ja, die haben aber totalen Schwachsinn geredet. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Es ist schon lange her, dass ich gesehen habe. Und einer davon seinen Namen gerufen, Leroy Jenkins, und ist hineingerannt. Und alle anderen sagen, was passiert hier? Nicht nur hineingerannt, es war auch ein Boss, wo man soll nicht auf die Dracheneier laufen, dadurch sonst spawnen mehr Feinde. Und er ist einfach rum, er ist einfach gemacht und dann hingelaufen und Total Party Wipe, Raid Wipe natürlich. Also okay, das heißt alle ausgerottet. Sehr schön. Genau. Und ist eine. Das heißt, sie mussten alle nochmal neu anfangen. Ja, also. Was für ein Arschloch! Das ist der Meme, die haben das
komplett koordiniert. Und dann ist es so mimik geworden, dass dann Blizzard bestimmte so ein, ich glaube, Warcraft Trading Card Game kommt Leroy Jenkins vor. Wegen diesem Video. Und er wird immer wieder eingeladen und darf dann eben Leroy Jenkins rufen. Aber angeblich ist es ja gar nicht wirklich so passiert. Also das sind ja alles so Sachen. Nein, es war einfach. Es war eine Parodie von die Raid Guilds, die es alles so extrem ernst nehmen. Ja. Und ich muss sagen, World of Warcraft Raids sind schon, das ist wie ein Job. Wenn man es machen will, muss man es wie eine Arbeit machen. Das ist dann. Ja, es gibt einige Spiele, die so sind. Clan-Kriege in Clash of Clans zum Beispiel sind sehr ähnlich. Also, das ist auch einfach, das ist ein koordinierter Effort, eine koordinierte Anstrengung über 2 Tage. Es gibt einen Vorbereitungstag und es gibt einen Kampftag, und wenn ein Clan gut funktioniert, weiß jeder, was er zu tun hat. Nicht nur während des Kampftages, wann er angreift und wie er angreift und wen er angreift, sondern eben auch in Vorbereitung. Das heißt, es ist ja so, dass man eigene Truppen hat und eben die Clanburg, und es ist, also man hat 240 Truppen zum Beispiel und hat in der Clanburg dann nochmal 25 oder 30 oder 35, und es ist essentiell, was da drin ist, und das heißt, jeder muss dann entsprechend spenden, was insbesondere dann kompliziert wird, wenn du keinen Clan hast, der gleichmäßig ist. Also wenn du nur Rathaus 10 oder Rathaus 11 hast, ist es relativ einfach. Aber wenn du von Rathaus 11 bis Rathaus 8 gehst, dann ist es natürlich nicht so, dass der Rathaus 8 den obersten spenden darf. Es muss dann so. Also das sind koordinierte Aktionen, die viel Planung und viel Zuverlässigkeit bedürfen. Also wer Clash of Clans gespielt hat, ich habe es von 2012 bis 2016 gespielt, glaube ich. Der weiß, dass das Wochenende dann um den Clan-Krieg herum gestaltet wird, inklusive familiärer Veranstaltungen. Ja, ja. Ich meine, ich habe Warhammer Online gespielt, und da war auch, ich habe manchmal den ganzen Tag einfach das Spiel gespielt, aber ich war hauptsächlich nur gut mit, naja, ich war gut generell, aber mit Taktik war ich besonders über die anderen Spieler überwiegen, und deswegen habe ich ein Guild gehabt mit 110 Leute oder so. In unserem Clan, also Clash of Clans kann maximal 50 Mitglieder haben, im Clan, in unserem Clan waren wir so 25 bis 35, aber da ist es dann wirklich, also du spielst nicht das ganze Wochenende, sondern es ist dann so, dass du am Samstagmorgen aufstehst und frühstückst und sagst, okay, um halb 10 mache ich meinen Raid, und dann schaue ich, dass ich die und die und die Burg vollkriege, dass ich spende, und dann kann ich um 12 vor den nächsten machen und so. Also das ist dann schon. Am Wochenende dreht sich um dein genau. Spiel. Genau. Leidet das dann nicht dein Privatleben dann? Nein, irgendwann hat dein Clash of Clans gelitten. Also so. Ich habe das Privatleben vorgezogen. Aber wie gesagt, von 2012 bis 2016 gespielt und die letzten 1,5 Jahre sicherlich relativ seriös, also nicht besonders erfolgreich, aber ernst genommen, einen Clan geführt und einige ambitionierte Leute drin, und wenn man halt 3 Jahre in so ein Spiel investiert hat, dann nimmt man das auch ernst, und dementsprechend mussten andere Dinge in kürzer treten. Das ist ganz normal. Wie zum Beispiel der Hund. Ich habe keinen Hund. Ja. Aber so ungefähr. Das Tamagotchi. Ja. Ach so, ja, genau, richtig. Tamagotchi. Ah ja, genau, Tamagotchis kommen wieder auf den Markt. Wie, ohne Schmäh? Ja, das ist kein Schmäh. Ich habe eine Spielempfehlung. Ja. Tamagotchis kommen wieder auf den Markt. Moment, zum 20. Geburtstag oder was das ist? Oder 25, ich weiß nicht mehr genau, 20. Für etwas über 10 Euro. Das war kein Mini, oder? So wie das Super NES Mini. Doch, der Vergleich ist ungefähr, das trifft es sehr gut. Also das Gerät ist etwas kleiner, hat aber exakt dieselben Funktionen wie das Original. Das ist wieder ein extra Gerät. Es ist wieder ein echtes Tamagotchi. Ich glaube, ein bisschen günstiger dürfte es jetzt sein. Ich habe keine Ahnung, ich hatte nie so einen Teil. Aber ja, für die, die es nochmal, die Zeit verpasst haben und meinen, sie müssen jetzt es noch nachholen. Naja, ja. Also Retro ist ein großer Trend. Ja, das stimmt. Es gibt nicht nur das NES Mini und das SNES Mini, es gab ja auch von Sega mehrere Auflagen ihrer alten Konsolen, die halt so schlecht waren, dass sie niemand wirklich mitbekommen hat. Das habe ich gar nicht, ja, stimmt. Ja, na, es ist auch nicht erwähnenswert, also es lohnt den Kauf nicht. Aber jetzt zum Beispiel, was jetzt kommt, ist The 64, also der C64 wird wieder herausgebracht als Mini-Ausgabe und sogar als Handheld. Und auch
Atari bringt eine neue Konsole heraus, die aber eben auch Reminiszenzen an früher hat vom Design bzw. auch von der Spielerauswahl, glaube ich. Also es ist ein großer Trend. Und es ist ja auch seit Jahren jetzt schon gang und gäbe auf der Game City hier in Wien, dass es einen Retro-Raum gibt. Ja, den gibt es vom Subotron von Yogi. Ne? Ja, genau. Warst du Game City eigentlich? Natürlich. Und, kannst du was erzählen? Ja, ich kann schon was erzählen. Entschuldigung. Also warst du Game City oder warst du auf der Frog-Konferenz? Ich war bevorzugt auf der Frog. Mhm. Das ist für mich das Spannendere. Okay. Die Frog natürlich vor allem, um einfach Leute zu treffen und zu netzwerken. Es gab einige interessante Talks. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Game City selbst, bis auf diese speziellen Sachen, die Frog und den Retro-Raum und jetzt auch so ein bisschen das E-Sports-Ding, das jetzt kommt, finde ich die Game City eigentlich relativ fade, muss ich sagen. Jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gab es auch Verkaufsstände, viel Merchandise und ein bisschen Computerspiele, aber ich finde, die Game City macht nicht das, was solche Spielemessen eigentlich machen sollten. Ja. Es gab auch dieses Jahr wieder eigentlich kaum ein Spiel, das noch nicht draußen war. Also Assassin's Creed Origins war das einzige, das du spielen konntest, soweit ich informiert bin. Dass du spielen konntest, das noch nicht draußen war von den großen Publishern. Gab es einen Indie-Raum oder so irgendwas? Es gab eine Indie-Area. Ja. Wobei ich sagen muss, wenn man zum Beispiel zum Reversed Festival geht, das ja auch im Spätsommer ist, dann sieht man mehr Indie. Und auch auf der Play Austria hat man mehr Indie gesehen. Es ist vorhanden, aber ich finde es schade, dass es sich so beschränkt auf ein paar österreichische kleinere Studios. Das sollte viel größer angelegt sein. Normalerweise sollten da meiner Meinung nach Dutzende kleinere Studios da sein und denen sollte man es auch leicht machen. Also sollten einen Platz bekommen, wo sie einfach ausstellen dürfen. Und nicht, also im Prinzip ist ja die ganze Gestaltung der Game City so von den Lokalitäten her, hängt angeblich davon ab, welchen Raum Sony bucht. Also wenn Sony Raum A bucht, dann ist der Eingang bei Raum B hinten und umgekehrt. Also letztes Jahr zum Beispiel ist es so, dass man hinten reinkam, dieses Jahr ging es nur vorne. Weil Sony einen bestimmten Raum hat. Moment, da war ich mal auf so einem Vorbereitungstreffen von der Game City dabei. Es hängt auch davon ab, wer gerade den Rathausplatz gemietet hat. Der Rathausplatz wird über Jahre im Voraus vermietet. Okay. Und da war damals der Zirkus Roncalli, der, glaube ich, hat irgendwie ein Stammrecht noch auf so und so viele Jahre, dass er am Rathausplatz sein Zelt aufschlagen darf. Na gut. Und da haben dann die Vertreter von der Industrie sehr geschimpft, weil die hätten gern vorne am Rathausplatz aufgebaut. Und dann hat halt die Stadt Wien gesagt, ja, tut mir leid, die Verträge sind gültig und ihr könnt nur also den Hintereingang haben vom Rathaus. Fand ich aber ganz, ganz schön letztes Jahr. Deshalb ist die Game City jedes zweite Jahr so ein bisschen anders orientiert, dass man geht entweder vorne beim Rathausplatz rein oder hinten bei der Landesgerichtsstraße. Das ist ja, letztes Jahr war es schöner. Ja, mit den Buchungen zusammen auch, wie der Rathausplatz schon vergeben ist. Mir kam es trotzdem so ein bisschen so vor, als ob ich letztes Jahr und dieses Jahr eigentlich genau dasselbe gesehen hätte. Okay, dann hat es sich für mich wirklich nicht gelohnt. Es gibt natürlich spannende Sachen. Ja? Mhm. Also der Switch spannend. Dieses Jahr war sicherlich nicht so uninteressant und dann, wie gesagt, eben auch kleinere Studios. Also es gibt zum Beispiel ein Spiel, das ich ganz spannend finde, das heißt Mars Rising. Das ist ein recht interessantes Spiel von einem österreichischen Studio, wenn ich richtig informiert bin. Aber ansonsten hält es sich in Grenzen und es gab dieses Jahr zum Beispiel auch Game-Based Learning Spiele und dann muss ich aber ehrlich sagen, wissenschaftlichen Ansatz her ist es meiner Meinung nach kein Spiel, das sich Game-Based Learning nennen darf im Jahr 2017, sondern das hat eher so Math Blaster artige. Also den besseren Vokabeltrainer, den wir alle in Basic damals haben. Genau, es ist ein Jump'n'Run und, also wie heißt es? LeemacP, glaube ich. Es ist ein Jump'n'Run und du kannst dann schulische Inhalte hineinladen, sozusagen in so Mini, ich glaube in Minispiele. Und wenn du Englisch Vokabeln hineinladen kannst oder mathematische Themen, dann klingt das nicht so, als ob Mechanik und Lerninhalt besonders gut verknüpft werden. Ja, das ist eines der großen Probleme. Ja, der berühmte Chocolate-Covered Broccoli, der einfach... Wenn du Kindern und Jugendlichen oder Lernern insgesamt von Anfang an das Gefühl gibst, dass du den Zeigefinger erhebst und sagst, so, jetzt wird gelernt, dann geht das Spielerische völlig
flöten. Und das merkt jeder halbwegs intelligente Lerner und handelt dagegen. Ja, wahrscheinlich ist, merkt das unterbewusst und nicht mal bewusst. Oder wir sagen mal, es ist sogar egal. Nein, es ist einfach so offensichtlich, dass es die eigentlich, also mir kommt es immer so vor, als ob es die eigene Intelligenz beleidigt. Oh ja, das auf jeden Fall, ja. Schade drum. Letztes Jahr war ein interessantes Weltraumspiel, bei dem man mehrere Drohnen gesteuert hat, also so zigtausende von Drohnen. Das Ganze wurde in der Grafikkarte sogar simuliert, damit wirklich jede Drohne exakt simuliert wird. Das heißt, okay, wenn du schon gar nichts sagst, waren die dieses Jahr gar nicht dabei. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. Ich auch nicht mehr. Aber es war ziemlich gut und hat mein Interesse geweckt. Und das war letztes Jahr das einzige Spiel, wo ich gesagt habe, wow, geil. Also das wird etwas sein, wo ich mir einen neuen Rechner dafür kaufen würde. So gut gleich. Ja, durchaus. Oh ja. Oh ja, ein strategisches Spiel. Also ich habe es angetestet und dieses Spielgefühl, die Bedienung ist noch fürchterlich, aber trotzdem, es hat schon was gehabt, wo ich mir gesagt habe, oh, das ist ein tolles Gefühl, die ganzen Drohnen zu steuern. Und man hatte so ein Basisschiff, das die ganze Zeit Drohnen neu produziert hat. Das Basisschiff durfte auch nicht zerstört werden. Und die ganzen anderen Schiffe hatten keine Drohnen, sondern waren einfach nur Schiffe und man musste die Drohnen halt wie so ein Sägezahn durch die anderen Schiffe durch steuern, oder man hat eine Mauer aufgebaut, um Raketen abzufangen, oder man hatte einfach so einen Dash, womit man andere Schiffe rammen konnte, und dann konnte man auch ein Schiff auf ein anderes drauf steuern. Es war eher in der zweiten Ebene meistens gehalten, obwohl es auch die dritte Ebene ein bisschen gab, aber weniger. Mir hat das Spiel durchaus Spaß gemacht und ich weiß, dass das ein bisschen gehypt worden ist letztes Jahr. Die waren sogar bei GameStar. Wurden die ein bisschen gepusht. Und letztes Jahr, vor einem halben Jahr ungefähr, hatten sie dann die Beta-Phase oder die Alpha-Phase. Für mich sehr, sehr spannend ist die Tatsache, dass scheinbar Game-Based Learning jetzt auch bei den AAA-Herstellern eine Thematik sein könnte. Assassin's Creed Origins zum Beispiel hat diesen zusätzlichen Modus. Ich habe es nicht gespielt, ich weiß nicht genau, wie es realisiert ist. Es ist quasi eine Art Park zum Spazierengehen. Also man ist in der Spielewelt und es findet aber kein Spiel statt. Also Sandbox. Genau. Ja. Sandbox, völlig storyfrei und man hat die Möglichkeit, sich über die Dinge, die man sieht, in irgendeiner Form zu... Also praktisch ein Museum. Genau, wie eine Art Museum. Mhm. Das ist der Elternmodus. Schau mal. Schau mir diese antike Stadt an. Ja, genau. Ist noch nicht wirklich Game-Based Learning, aber ist einem der größten AAA-Studios so viel Entwicklungsgeld wert, dass man so etwas ins Spiel implementiert. Das wäre ja nicht wirklich notwendig. Und auch bei Sony gibt es jetzt zwei, drei Titel. Zu Assassin's Creed muss ich noch was anderes sagen. Bevor wir dürfen. Assassin's Creed hatte grundsätzlich von Anfang an schon diesen Anspruch. Das ursprüngliche Spiel ist entstanden, weil der Entwickler gesagt hat, boah, da fehlt mir irgendwie ein bisschen Geschichte. Und so haben die halt echte Personen mit dem Fiktiven verknüpft. Das heißt also, sie haben echte Personen in das Spiel mit eingebaut, um halt Dinge zu vermitteln. Was ich aber gleichzeitig dann schlecht fand, dass gleichzeitig auch fiktive Dinge eingebaut worden sind, womit man dann nicht mehr differenzieren konnte, ist das jetzt echt oder nicht? Was auch eventuell interessant ist, damit sich die Leute vielleicht für interessieren. Sind wie die drei Musketiere. Also, es ist ja so. Ja, gute Frage, ja. Es ist ja so, dass Lernen über Geschichte oder über geschichtliche Mechanismen muss ja nicht unbedingt mit einer wahrheitsgetreuen Geschichtenerzählung verknüpft sein. Also, du kannst auch mit Civilization gewisse Aspekte von Geschichte lernen, aber du bekommst nicht die Geschichte erzählt. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber bei Civilization ist es klar, weil du eine eigene Geschichte aufbaust, nur die Technologien, die meisten jedenfalls, gab es wirklich. Na, Civilization ist ein Brettspiel. Also das ist einfach, es ist von der Ritualisierung her mit den Zügen und mit den Spielfeldern und den Spielfiguren ist es ist ja keine realistische Simulation. Da ist sowas wie Crusader Kings oder Europa Universalis oder Hearts of Iron ist natürlich viel geschichtsnäher. Ja. Aber der große Vorwurf, der ja Assassin's Creed immer gemacht wurde, und ich bin da ganz derselben Meinung, ist ja,
dass das historische Tapete ist. Ja, mhm. Also das ist einfach ein nettes Beiwerk. Und selbst wenn, ja. wenn die Piratenschiffe beim Black Flag realistisch nachgebaut sind, ist es eigentlich nur eine Tapete, ja. Ja, hübscher Tand. Es ist irrelevant, weil letztlich geht es darum, dass du einfach die Kanone so ausrichtest, dass du halt einfach das andere Schiff triffst. Mhm. Ja, also das ist ja noch nicht mit der Mechanik verknüpft. Was ich gesehen habe, aber um jetzt nochmal einen Schritt weiter zu gehen, also sie öffnen sich einfach für Themen, die auch betont familiär orientiert mhm. sind. Also es gibt jetzt auf der Playstation gibt es Spiele, die jetzt herauskommen, ich kann mich leider an den Namen nicht mehr erinnern, wer auf der Game City war, wenn man unten reinging, im Raum ganz rechts waren zwei Spiele, eine Art Crime Story, also wo man einen Ermittler spielt, das ist, glaube ich, Dark Amnesia oder so ähnlich, das war sehr, sehr spannend, und dann ein Familienspiel, das man kooperativ gespielt hat, wo ich den Namen nicht mehr weiß, wo es dann auch darum ging, dass die Charaktere, also die NPCs hatten einen Charakter. Und dementsprechend musste man eben spielen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Nee, ich meine, was heißt jetzt, hatten einen Charakter? Eine gewisse Charaktereigenschaft, die man zu beachten okay. hatte. Ah, okay. Also nicht wie typischerweise, alle sind gleich und haben höchstens unterschiedliche Eigenschaften, wie der eine ist stark ja. und der verhält sich eher emotional und so, sondern wirklich Charakterzüge. Genau. Okay. Interessant. Also ich glaube, da tut sich relativ viel, und ich glaube, es dringt langsam durch, auch zu großen Studios, dass mhm. Eine weitere Ebene ganz spannend sein kann. Ob die jetzt eher bildungsbezogen ist oder mhm. ob es eher darum geht, eben die Zielgruppe der Core-Gamer auszuweiten, das bleibt fraglich und das muss man beobachten. Aber ich finde, Nintendo zum Beispiel macht das sehr, sehr gut. Also ich finde, ein Spiel wie Mario and Rabbids heißt ja. es, glaube ich, ist, oder was? Nee, and Rabbids, glaube ich, ja. ist eine ganz, ganz spannende Idee, einfach mal mhm. so ein Hardcore-Strategiespiel wie XCOM in ein familiäres oder ja. familientaugliches Umfeld zu ja, setzen. Ja, XCOM mit in Bonbons. Genau. Mit was? In Bonbons Form. Bonbons. Ja, im Prinzip. In Comicform, ganz ja. niedlich mit dem Rabbids Humor und dann eben all den Figuren aus diesen Welten, aber eigentlich ist es ein XCOM. Hast du noch nichts gehört? Ich habe es davon gehört, aber ich habe es nie gespielt. Achso, ja, okay. Also das heißt, es geht tatsächlich darum, die eigene Truppe entsprechend zusammenzustellen, entsprechend vorzubereiten, hochzuleveln, die unterschiedlichen Eigenschaften der Waffen zu verstehen und richtig einzusetzen. Also es ist ein richtiger, strategischer, rundenbasierter Shooter. Also Shooter, nicht Shooter. Entschuldigung. Also, du weißt schon. Ja, wie heißen sie nochmal? Taktikspiel. Rundenbasierte... Taktik. Ja, Taktikspiel. Das ist auch etwas, was ich interessant finde. Ich überlege es mir zu holen, weil XCOM und das andere, wie heißt es nochmal, dass ich dadurch bekommen habe, dass ich hier das erste Mal beim Podcast war. Mich hat das im Prinzip die Spiele interessiert. Das Problem war nur, dass diese Stimmung, die ausgestrahlt worden ist, auf mich nicht positiv gewirkt hat. Für mich sind die so negativ, und das hat mir nicht dann nach einer gewissen Zeit irgendwie das die Stimmung gedrückt. Es sind zwei Leute, und die stößt ja kein XCOM spielen. Ich weiß. Ja, ich habe nichts gegen XCOM. Ich finde das Spiel gut, aber es ist nicht für mich persönlich. Okay. XCOM 2 ist für besser. Wegen der Stimmung. Es ist nicht dystopisch. Ich mag Dystopien, aber das ist schon von der Stimmung zu extrem für mich. Ja. Ich mag Dystopien, aber lass mich in Ruhe. Ich lebe in einer Dystopie. Ja. Ich muss es nicht nur in Spielen haben. Nach der Wahl, ja, ja. schon. Also so ist es sozusagen XCOM in Bonbon-Form für mich schon interessant. Ja. Thomas, kannst du noch was erzählen über die Frog-Konferenz? Da war ich noch nie und habe es auch dieses Jahr versammelt hinzugehen. Ja, die Frog-Konferenz sieht im Augenblick so aus. Also sie wird organisiert von der Donau-Universität Krems, von Alex Pfeiffer und seinen Leuten, die ich sehr schätze, mit denen ich auch arbeiten darf. Und dieses Jahr war es leider wieder nur ein Saal. Also es wird immer überlegt, ob man es wieder größer macht, weil früher waren es ja dann doch zwei Tracks, also okay, zwei Locations. Dieses Jahr leider nicht. Es hat drei Tage gedauert, geht am Freitag Mittag los, und dann waren eigentlich ganz, ganz spannende Keynotes wieder da. Also zum Beispiel war der Scott Osterweil da vom MIT, und es sind einfach
es sind einige richtig gute Speeches dabei. Mhm. Was sie dieses Jahr gemacht haben, sie haben es ganz wirklich gemischt. Also früher gab es zum Beispiel einen Junior's Day, glaube am Sonntag war der letztes Jahr. Wahrscheinlich wird mich der Alex zerreißen, wenn er mich nächstes Mal sieht, weil ich einen Spahn erzähle. Und da waren dann eben die ganzen Junioren sozusagen, also die Young Researchers waren am Sonntag. Mhm. Und dieses Jahr war es eben so, es gab gestandene Fachleute, ganz etablierte Leute, gab Young Researchers und gab dann aber eben auch vorwissenschaftliche Arbeiten. Mhm. Das heißt also Präsentationen von Arbeiten von Leuten, die noch an der Schule sind. Mhm. Und das war eigentlich ganz gut gemacht. Natürlich ist es so, wenn man 3 Tage auf der Tagung ist, hört man sich nicht jeden Talk an. Ja. Das geht einfach nicht. Und du hast interessante Leute dort getroffen aus der Branche? Immer, ja. Immer. Also es ist doch ein Treffpunkt, wo man sagen kann, okay, also da unterhält man sich gut, da kann man zukünftige Projektideen besprechen, kann mal sehen, wie Leute ihnen real sind, die man schon über die digitalen Medien eine Weile kennt, und das ist immer gut. Also ich kann es nur empfehlen. Die Frog ist eigentlich, wenn man sich mit Spielen beschäftigt, insbesondere wenn man Spiele nicht nur als Vergnügen sieht, ein Muss in Wien. Aber das würde ich inzwischen auch für die Play Austria sagen, die ja dieses Jahr das erste Mal war. Wir haben uns ja auf der Play Austria gesehen. Genau. Ich bin da nur kurz da gewesen. Kannst du ein bisschen einen Rückblick noch geben über die Play Austria? Du warst ja die ganze Zeit dort. Ich war die ganze Zeit dort, genau. Das war, glaube ich, die erste Play Austria. Das war die erste Play Austria, die ist organisiert vom Jogi Neufeld, vom Subotron, in Kooperation mit mehreren Partnern. Und die Play Austria versucht, die österreichische Spielebranche bzw. Spieleszene zu porträtieren. Wie ist denn Play Austria? Play Austria. Und das heißt, die Aussteller waren auch relativ gemischt. Natürlich Spielestudios. Und auch sehr divers. Du warst ja auch Aussteller, ne? Genau, ich war auch Aussteller. Auch der Konstantin Mitkutsch war da mit seinen Playful Solutions, der macht ja etwas Ähnliches wie ich, also Beratung rund um Computerspiele und ihre Nutzung. Es waren aber auch ganz viele Universitäten da, also es war die Uni Klagenfurt da, es war, glaube ich, die FH Hagenberg da, viele FHs auch, Salzburg war da, die Uni Krems war da, die TU Wien war da, jetzt habe ich wahrscheinlich die wichtigsten vergessen und sie werden mich hassen dafür. Egal, es ist ja so frei erzählt. Und es gab dann eben während des gesamten Wochenendes, also es war, glaube ich, Freitag, Samstag, 2 Tage, gab es dann eben auch immer kurze Presentations. Das war in den Sophiensälen, das ist eine sehr... Moment, in den Sophiensälen? Nein, nicht in den Sophiensälen, im... Hilf mir. Es war woanders. Es war beim Markt da hinten, ne? Bei dem... Ja, nicht die Sophiensäle, sondern... Also eine Kunst, fällt mir gleich wieder ein. Egal. Eins von diesen österreichischen Kunstuni-Dingern. Genau, und da gibt es hinten eben einen Saal, also in diesem Spitz gibt es einen Saal, und da waren dann an dem ersten Tag waren Präsentationen von Leuten, die mit Spielen zu tun haben, aber eher so aus dem theoretischen Bereich kommen, also die Universitäten und wir sozusagen, und am zweiten Tag waren Präsentationen von den Spielestudios. Mhm. Cool, ja. Und ich glaube, es waren 80 Aussteller und es war sehr gut besucht. Was sagst du zum Besuch? Waren das größtenteils so Schulklassen? Oder? Nein, gar nicht. Also ja. es waren am Freitagvormittag waren schon ein paar Schulklassen da, aber es war ganz unterschiedlich. Es waren Gamer da, es waren Schulklassen da, es waren interessierte Leute an der Fachthematik da, es waren Leute, die einen Job suchen da. Es waren auch zum Teil einfach am Samstagnachmittag waren Eltern mit ihren Kindern da und haben das genutzt als Möglichkeit, einen Ausflug zu machen. Ja, genau. Also es war wirklich ein... Ich muss sagen, eine sehr, sehr coole Veranstaltung gewesen. Ja. Soll jetzt auch, glaube ich, jedes Jahr stattfinden. Habe ich noch nie was von gehört, interessiert mich. Ja, ich biete mir ein, ich habe bei Ihnen im Podcast darüber berichtet, aber vor allem habe ich ein Interview gemacht. Du hast mich interviewt dort. Du auch, das ist auch auf einem Bierdacher Podcast hinten dran, dein Interview, habe ich dir, glaube ich, alles geschrieben, oder? Ist schon veröffentlicht worden. Ja? Ja, hast du sofort veröffentlicht. Ist natürlich gleich in meiner Gruppe. Sowohl auf meiner Seite, auf meiner Facebook-Seite Games Institute Austria, als auch in meiner Gruppe Play to Learn, das muss ich ja alles sagen, weil das ist ja aufgenommen. Ah, das kommt jetzt ein bisschen spät, ich schreibe es noch auf die erste Seite durch. Achso, du kennst ja seine Daten, ja, schreib's einfach sein Passwort. Wir haben uns ja ausgelöscht, aber vor allem, ich habe dort auch einen sehr netten englischen Entwickler interviewt, der hat auch so ein leicht politisch angehauchtes Spiel gemacht, wo man so einen bösen Medienkonzern steuert, der die Welt beherrscht.
Ach, nicht viel. Ja, da gab es so einige sehr spannende Rupert Murdoch. Simulator. Ich treffe mich morgen Abend erst wieder mit, nein, übermorgen, heute ist Dienstag? Übermorgen treffe ich mich mit Rupert Murdoch, der Entwickler, die ja eben da ihr Spiel auch vorgestellt haben. Das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, Rebuilders heißt das. Das ist ein österreichisches Studio, die machen ein Spiel, wo es einfach darum geht, dass man, ich glaube, es geht um nachhaltiges Wirtschaften, man kann gewisse Sachen aufbauen und muss aber schauen, dass man eben. Das ist ein Lernspiel im weitesten Sinne. Das ist ein Spielspiel mit Lerneffekt. Ja, also wo sie versuchen, einen Inhalt zu transportieren. Ja, aber zuallererst soll es als gutes Spiel funktionieren, das ist immer das Wichtigste. Ah ja. Sonst hat man ein Spiel wie das, diese das bekannte Spiel, das amerikanische Spiel, wo es von fundamentalistischer amerikaner Religion, wo es um Endzeiten gibt, es gibt die guten Christlichen gegen die bösen Nicht-Christlichen und die, es gibt so Leute, die versuchen... Darf man auf Atheisten schießen oder was? Naja, ich meine, am schlimmsten Fall ist es ein Strategiespiel wie StarCraft oder sowas. Und es gibt so wie die Guten, die haben Missionäre und die haben alle so Sweaters, V-formig, und die Bösen haben Rockmusiker. Kulturclash-Spiel. Und die Guten sind natürlich die Christen oder sowas. Und sind wahrscheinlich viel stärker. Und du meinst, das ist nicht ironisch gemeint, das Spiel. Nein, es ist nicht ironisch gemeint. Das ist was lustig ist. Aber beim Multiplayer kann man die Bösen spielen. Ah. Und dann die versuchen, weißt du, mit Rockmusik und böse Sachen zu überzeugen. Das Spiel sollte aber ziemlich schlecht sein. Klingt es auch. Es gibt auch irgendein christliches Spiel auf Basis des alten Dooms, das so ein oder zwei Jahre nach Doom rausgekommen ist, wo sie dann ein paar Sachen ausgetauscht haben. Und das ist dann ein Missionierungsspiel geworden. Oh. Die haben wirklich nur die Grafiken ausgetauscht von den Gegnern und ja. Von welchem Spiel? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber... Von Wolfenstein, oder was? Die Doom war es mit anderen Symboliken und anderen Gegnern. Es gibt aber auch Spiele von betont christlichen Entwicklern, die sich eben nicht verstehen müssen. Also es gibt ja, ein, natürlich. Es gibt ein Spiel zum Beispiel, das heißt Dropsy. Das ist der traurige Clown. Und Dropsy kann das Spiel dadurch gewinnen, dass er die Leute dazu bringt, dass sie ihn umarmen. Oh, okay, das ist ein bewusst schönes Spiel, ja. Und es ist von der Ästhetik her, also Dropsy ist ein wahnsinnig hässlicher Clown, so ein It-Clown, ja. Und alle fürchten sich erst vor ihm und er muss die Leute aber dazu bringen, dass sie ihn mögen. Und du kannst das, also Punkte machen kannst du darüber, dass eben die Leute dich so sehr mögen, dass sie dich umarmen. Was wunderschön ist. Also, man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, nur weil es christlich ist oder religiös. Moment mal, Umarmung und Christen. Ich habe da nichts Böses hineininterpretiert. Also bitte. Aber das ist ein christliches Spiel. Das ist ein Spiel von einem Entwickler, der bekennender Christ ist. Also es ist kein Spiel, das von der Kirche finanziert wird. So eine, aber evangelistische oder was? Nein, ich müsste die Geschichte heraussuchen. Es ist nur so, dass ich gelesen habe, dass der Entwickler des Spiels, wenn er bekennender Christ ist, sagt, dass er eben den christlichen Glauben hat und dass seine christlichen Werte in die Spielidee eingeflossen sind. Das ist durchaus, in diesem Fall kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil diese Menschlichkeit, er ist wirklich Christ und nicht einfach nur, er ist katholisch oder evangelisch, sondern er ist Christ. Und damit hat er eine Botschaft, und das Umarmen ist durchaus das Menschliche und das Wir-Gefühl. Es ist sehr was sehr Christliches. Und wenn jetzt einer halt nicht so wirklich in die Gruppe reinpasst und und Umarmungen sozusagen braucht, es ist ja nicht nur, um Punkte zu bekommen, Umarmungen sind ja etwas Wichtiges in der Gesellschaft, dann ist das auf jeden Fall eine sehr christliche Botschaft und ich finde das ziemlich gut. Also es ist mal wirklich eine gute Botschaft, ja. Das ist besser als die christliche Sozialpartei. Die christlich-soziale Union gibt es in Deutschland, CSU. Ja, wenn in Österreich die christliche Sozialpartei war, die faschistische Partei vom Außenfaschismus.
Na, die CSU ist nicht faschistisch, die ist einfach, das ist die alleinherrschende Macht in Bayern seit, ja, man meint, mehreren Jahrtausenden. Oh Gott! Bin ich froh, dass ich fast nie in Bayern war. Na, das ist so wie okay, die EVP, damit sind wir bei der Politik. Oh Gott, ich wohne auch in Niederösterreich, ja, das ist schrecklich. Ich wohne in Perchtoldsdorf, das ist schrecklich, das ist so schwarz. Ach Gott, ich glaube, ganz Niederösterreich ist schwarz. Trotz. Nicht jeder Dorf, aber Perchtoldsdorf ist besonders schwarz, leider. Ja, wenn man sich die Wahlkarte der letzten Nationalratswahlen in Österreich anschaut, so fällt doch direkt auf, es ist sehr dunkel. Ich sage nur, das ist die erste Wahl, wo ich in einem Land bin und sage, wow, die durchschnittlichen Leute in diesem Land sind noch dümmer als die durchschnittlichen Leute in Amerika. Wie haben die das geschafft? Ja, wenn man Dummheit jetzt in diesem Fall definiert, intelligent ist, in dem eigenen Interesse zu wählen, und dumm ist es, wenn man gegen sein eigenes Interesse wählt. Ja, das ist halt man einfach davon, ja. Ist, ja. In diesem Fall, ja. In dem aber Fall auch für hast das ganze Land, ja. Aber es gibt auch jede Menge intelligente Wähler, die genau diese Entscheidung treffen. Das ist ja auch das Wesen. Also deswegen sind ja die Grünen zum Beispiel nicht im Parlament, weil viele grüne Wähler einfach geglaubt haben, sie müssen Rot unterstützen. Aber das war dumm. Halt. Na, dumm. Also für mich ist dumm, wenn man immer wieder dasselbe tut und ein anderes Ergebnis erwartet. Wenn man einmal einen Fehler macht, finde ich dumm. Seit 30 Jahren in Regierung. Aber also ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Vergleich USA und Österreich. Also man muss ganz ehrlich sagen, also soweit ich es verstehe, ist Trump Repräsentant der Alt-Right-Bewegung. Trump ist repräsentativ besonders für ungebildete weiße Leute. Er ist der Kandidat von dieser Gesellschaftsschicht. Genau, so. Und wenn man sich hier das Wahlergebnis anschaut, dann gab es ja einen Rutsch in Richtung früher schwarz, jetzt türkis, also in Richtung konservativer Partei. Ja. Und die eher rechtsorientierten die FPÖ sind auch stärker geworden, aber jetzt nicht in dem Maße. Und die Situation in Österreich ist ja eine ganz besondere, dass es über Jahrzehnte die große Koalition gab und Rot war in Anführungszeichen an der Macht, aber war mit Schwarz zusammen, also SPÖ und ÖVP, und die haben sich blockiert, da hat sich nichts bewegt. Und irgendwie musste dieser Stillstand aufgebrochen werden. Und es ist natürlich katastrophal, dass Österreich dass der Nationalrat in Österreich so weit nach rechts gerutscht ist, sozusagen. Ja. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, mich wundert das gar nicht. Also erstens ist Österreich sowieso ein Land, das sich immer ganz stark reibt an den Menschen von außen, die in großen Zahlen nach Österreich kommen, obwohl die größte Ausländergruppe ja Deutsche sind. Aber es sind auch Ausländer, muss man dazu sagen. Ja. Aber es ist einfach ein allgemeiner Trend in der Welt und in Europa. Also wir haben die gleiche Situation auch gehabt in anderen Ländern. Die ÖVP ist weiter rechts ist fast als die normalen Rechtsparteien. Zum Beispiel die CDU ist viel weiter rechts. Ja, man muss aufpassen, weiter rechts. Also jemand, der die ÖVP in einem Dorf in Niederösterreich repräsentiert, kann von der Gesinnung her rechter sein, muss aber nicht. Es ist ja auch, also man muss ja auch ein bisschen ein differenziertes Bild sehen. Hast du mal mit der ÖVP direkt zu tun gehabt? Mein Nachbar am Land arbeitet für die ÖVP. Okay. Also, was heißt mit ihm zu tun gehabt? Das ist mein Nachbar, weißt du? Aber man kann ja auch. Na, ich meine, wie ein Bürgermeister. Ja, oder ja, sowas ähnliches, ja. Also, er ist Generalsekretär. Ah, okay. Ja. Ist auch egal, es geht auch gar nicht hier um ihn. Es ist einfach so, man kann sagen, konservativ rechts tendierend ist meistens auf dem Land. Ja, das ist in aller Länder. Und sozial links orientiert ist meistens in der Stadt. Und meiner Meinung nach sind die Wahlkämpfe immer der Kampf zwischen der, in Anführungszeichen, Intelligenzia oder Bürgerschaft aus der Stadt gegen die Menschen auf dem Land. Und Österreich ist halt immer noch so, dass es kein sehr verstädtertes Land ist. Und deswegen sind die Machtverhältnisse so, wie sie sind. Natürlich ist es so, dass ein Mangel an Bildung oft mit einer eher rechten Parteienorientierung zusammengeht. Aber zu sagen, alle Dummen wählen rechts,
greift für mich zu kurz. Also ich denke, es wählen auch viele Unzufriedene, die vorher konservativ gewählt haben und links für unmöglich halten oder sozialdemokratisch, die wählen dann potenziell rechts. Das Problem ist aber nicht, ob wir links oder rechts wählen, das Problem ist, was Politik repräsentiert. Letztlich ist es so, Politik ist von den Ausgaben her so aufgeblasen, also ein Wahlkampf ist so teuer, dass sich die Politik, egal welche Farbe, in Abhängigkeit der Industrie oder der Finanzwelt geben muss. Und solange die den Wahlkampf finanzieren, wird an dem grundlegenden Unrecht, das wir seit 35 Jahren beobachten, wird sich nichts ändern. Die Reichen, also das oberste Prozent, verdient immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ja. Ja, und alle anderen verlieren. Ja. Und das Problem, das dann obendrauf kommt, ist, dass jeder Populismus, und da zähle ich leider die ÖVP in diesem Wahlkampf mit dazu, versucht, Kapital daraus zu schlagen. Nicht, dass man sagt, naja, den Reichen müssen wir es wegnehmen, die Firmen müssen Steuern zahlen, es geht nicht, dass Starbucks oder Apple keine Steuern zahlt, sondern man sagt, naja, es gibt andere Arme, die kommen da und daher, die ja, schauen anders aus und die sind schuld daran. Ja. Ja? Also, wie 1930. Dieser ganze neoliberale Bullshit, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man hier fluchen darf, solange man nicht Scheiße sagt, sorgt dafür, dass diejenigen, die öffentlich reden, die sich Politiker nennen, dafür sorgen, dass sich die unterschiedlichen Benachteiligten gegenseitig zerfleischen. Ja, ja. Nach unten treten ist ein wichtiges Merkmal von was Politiker versuchen, den anderen zu geben. Also selber nach unten treten tun sie nicht. Sie wollen einfach oben ihre Ruhe haben. Sie wollen, dass unten alle sich gegeneinander bekriegen. Ja. Und das ist bei den Parteien definitiv der Fall. Und wann hat man das letzte Mal einen Mann aus dem Volk gesehen, in Anführungszeichen? Naja, also man kann ja sagen, der Kurz ist auf jeden Fall kein Akademiker oder sowas. Also kommt da aus dem Volk. Das kann man nicht. Ja, Gott. Soll das in sein Studium sein? Ja, so oder Fallmann, Taxifahrer. Sagen wir so, wenn der Strache Kanzler wäre, würde es mich nicht so viel stören, als dass der Kurz Kanzler ist. Ich bin Amerikaner. Also ich glaube, es sieht ja so aus, dass es zu türkisblau kommt. Ich glaube, wenn wir... Das ist egal, welcher der Kanzler wird. Ja. Ja. Der Strache hatte nach außen hin eine größere Signalwirkung. Ja, aber 31% und 25% natürlich stellt die ÖVP den Kanzler. Ja. Aber es wird wieder so sein, dass man einfach, so wie das letzte Mal, als die FPÖ mit regiert hat, dass man einfach viel Geld verschwinden lässt, kaputt macht, verbrennt. Und dass die, vielleicht wieder ein Bundesland pleite macht. Ne? Und dass die Schäden, die da angerichtet werden, uns wieder die nächsten 25 Jahre beschäftigen werden. Aber vielleicht lernst du souverän ja. Faktum. Nein, lernen ist etwas, was niemand tut. Aber Tatsache ist auch, wenn es eine starke, ich weiß nicht, links und rechts ist so blöd, aber wenn es eine starke Bewegung geben soll, die sich darum kümmert, dass der normale Bürger oder der kleine Mann, wie man so schön sagt, wieder mehr im Geldbeutel hat und dass es den ganz Reichen weggenommen wird. Das ist links, das ist die Definition von links. Ja, dann ist es aber eben so, dass eine solche linke Bewegung in der Regierung nicht entstehen kann. Die kann nur in Opposition entstehen. Und die kann auch nur verstanden werden mit der Kombination aus guter Bildungspolitik auf der einen Seite, also Bildung ist das beste Mittel gegen rechts, und mit klar formulierten Themen, die eben gegen die Großen sind. Ich meine, welcher SPÖ oder SPD-Mann in den letzten Jahren hat denn tatsächlich etwas getan dafür, dass die Reichen nicht ständig reicher werden? Ja, wir haben eigentlich dafür gearbeitet. Genau. Ja. Deswegen nennt der Fefer sie gerne die Verräterpartei. Dazu habe ich etwas Interessantes. Es ist jetzt ein Themenwechsel, wenn es euch recht ist. Okay, mir ist nämlich eine Sache gerade, wenn wir hier mit Spielen schon... Oh, das war jetzt ein lauter Knall. Schon über Spiele reden, wäre es doch eine interessante Frage, was ist, wenn wir nicht uns am eigenen Krage packen und sagen, eigentlich sollte Politik und Bildung in die Spiele rein in Hinsicht politischer Bildung. Dass wir eben mal im Prinzip bei den Kleinen anfangen, die spielen gerne Computerspiele. Okay, das ist dieses typische Aussagen, aber Bildung, Spiele,
wo wir sagen, was Politisches da reinbringen. Damit das politische Bildung transportiert. Richtig, ja. Gibt es das schon längst? Es gibt einen ganzen Katalog an guten Spielen, die dir Bildung oder wichtige Erfahrungen vermitteln. Aber die waren alle entweder sehr oberflächlich oder gingen so ins Detail, aber das wirkliche politische System, was wir hier haben, das mal sozusagen sowas wie durchaus sich trauen, das an den Pranger zu stellen, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Gibt es jede Menge schon. Okay. Democracy kannst du anschauen, das ist sehr bekannt. Also Democracy, das ist jetzt kein sehr breitenwirksames Spiel. Ich darf noch nicht drüber reden, aber ich werde bald das Vergnügen haben, mit jungen Politikern Democracy zu spielen. Ja, cool. Die werden wahrscheinlich viel hier. Nein, im Rahmen eines Seminars, und ich glaube, das wirft interessante Fragen auf. Es geht auch gar nicht darum, sie vorzuführen, sondern es geht darum, mit ihnen in einen interessanten Diskurs zu kommen. Mhm. Insgesamt ist es so, dass ich den Eindruck habe, die Politik entdeckt langsam die Games-Kultur. Das ist für mich eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Für mich ist das, das muss man noch nicht bewerten. Es ist eine Tatsache. Wenn man die Gamescom eröffnet, ist noch nichts gewonnen. Wenn der Kanzler Kern auf der Games City ist, ist noch nichts gewonnen. Aber wenn man sagt, okay, Spiele sind ein anerkanntes und auch passendes Medium, um zum Beispiel sich mit Dingen auseinanderzusetzen, dann kann das nicht schaden. Und es gehören meiner Meinung nach zum Beispiel Spiele, Computerspiele in die Politikerausbildung. Also es gibt ja zum Beispiel... Gibt es eine Politikerausbildung? Das ist meine Frage. Nein. Ja, es gibt Moment. Das kannst du so nicht sagen. Es hat jede Partei in Österreich hat eine parteinahe Akademie. Aha. Und da werden die Funktionäre geschult, und zwar schon in dem Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht in der Partei sind, sondern ÖH-Funktionäre sind. Das ist so die Brutstätte für Politiker in Österreich. Also wenn sie als Studenten oder in anderen Vorfeldorganisationen anfangen, sich wichtig machen, haben sie meistens eine zugeordnete Parteiakademie, die sie dann auf Sommercamps und so weiter einladet, und da wird auch massiv geschult. Ja, aber das ist dann eine parteinahe. Das heißt, es ist nicht eine Schulung in der Hinsicht, die neutral ist. Dort kriegen sie ihre Rhetorikkurse, dort lernen sie die wichtigen Leute kennen. Dann, was es noch gibt, ist das Forum Alpbach. Das funktioniert so als informelles Karrieresprungbrett überparteilich. Mhm. Und nicht unterschätzen, also die sind natürlich auch interessiert an Neuerungen, und die wissen nicht genau, was sie sich ins Haus holen. Also die machen die Tür auf, und wenn wir Gamer drin sind, dann werden sie schon sehen, was sie davon machen. Ja. Aber was ich meine, ist eben, dass man sowas lernt, wie zum Beispiel, dass die Politik derzeit versucht, die Menschen dazu aufzustacheln und dass sie sich gegenseitig bekriegen. Das ist schon etwas Spezielles, aber so etwas... Die Politik nicht derzeit. Also wir... Gibt's halt das hat, ja, das haben sie schon immer. Rot und Spiele und solche Sachen. Diese Strategien, die Politiker verfolgen, um das Volk unten zu halten. Gibt es schon. Ich meine, das ist natürlich ganz, ganz vielfältig. Es gibt so viele Aspekte, die spannend und interessant sind, die nicht unbedingt mit den Politikern zu tun haben, aber durch und durch politisch sind. Aber es ist zum Beispiel ganz, ganz spannend zu beobachten, das Spiel Democracy 3, das ist die aktuellste Fassung, bekommt auf Steam gerade ein Review-Bombing. Also das heißt, die bekommen jede Menge schlechte Reviews. Okay. Ich habe das heute erst oder gestern erst gepostet in meiner Gruppe. Jetzt will ich wissen, welcher Grund. Also es ist wie bei anderen Spielen auch, also zum Beispiel Dota hat ganz schlechte Reviews bekommen, weil das Gerücht mit Half-Life 3 gestorben ist. Also das sind auch Dinge, die haben gar nichts damit zu tun. Und Democracy ist ein Spiel, in dem man Demokratie lernen kann. Und das ist halt so eine Social Justice Warrior Spielidee. Und deswegen sind alle, die eben eher auf der anderen Seite des Spektrums stehen, machen sich einen Spaß daraus, so ein Spiel kaputt zu machen. Okay. So. Ja. Also daher kommt die Tendenz. Genau. Einfach nur um das Spiel zu kaputt. Achso, ich dachte, das hat jetzt damit zu tun, dass der Spielentwickler irgendeine Entscheidung getroffen hat, in dem weniger Demokratie einzubauen. Als nein. Okay. Sondern also es geht tatsächlich um politische Haltung. Wirklich nur Bombing. Wobei ich finde, er hat es eh ziemlich neutral formuliert, weil du kannst das Demokracy sowohl als sehr konservativer spielen, als auch als sehr liberaler. Und dann hast du durchaus, du hast ja auch mal ein Review gemacht auf dem Bierdacher-Podcast, ne? Ja, ich habe es sehr. Und man kann eigentlich jede noch so extreme Politik kann man versuchen durchzubringen. Das ist natürlich nie leicht, aber ich habe jetzt nicht direkt rausgelesen, dass er als Spieldesigner dem Spieler vorschreibt, wie er politisch zu agieren hat. Ja. Und es gibt ganz, ganz viele andere Erfahrungen, die wichtig sind in spielerischer Form und die meiner Meinung nach auch
eigentlich auf die Lehrpläne gehören. Es gibt die berühmten Serious Games, zum Beispiel Papers, Please. Ja, also das ist gut. Ja. Das ist ein Spiel, in dem du einfach nachvollziehen kannst, was es bedeutet, in einem totalitären Staat Grenzbeamter zu sein. Ja, also welche expliziten Nachteile das nach sich zieht. Oder This War of Mine, wo es so ist, dass man einfach erfährt, was es bedeutet, im Kriegsgebiet zu leben. Ja, da geht es nicht um Waffen und um Militarismus, sondern geht es einfach darum, dass man jeden Tag was zu essen braucht. Und wenn man sich verletzt, braucht man Medizin. Ich weiß aber nicht, also zumindest geht es mir jetzt so wie du es jetzt sagst, leuchtet es mir jetzt ein, aber ich hatte keine Verknüpfung zwischen The War of Mine und der derzeitigen Politik und den Ausländer, die nach Österreich kommen, da eine Verknüpfung herzustellen. Das War of Mine ist eben auf mich bezogen, etwa ein Krieg, und da will ich nicht sein. Aber dass da eben die Ausländer, die gerade, also die Flüchtlinge, die gerade hierhin kommen, damit etwas zu tun haben, da fehlt die Verknüpfung. Das ist die Aufgabe eines guten Lehrers. Aber es gibt natürlich Spiele, die auch viel, viel expliziter sind. Also es gibt eine unendlich lange Liste an Spielen, die politisch sind. Ich kann mal ein paar nennen. Also es gibt zum Beispiel, das ist noch nicht draußen, soll dieses Jahr noch erscheinen. Sein Spiel, das heißt Civil Unrest Riot Simulator. Das klingt schon. Und da geht es darum, dass die Aufstände der letzten Jahrzehnte authentisch nachgestellt werden. Und du kannst entweder auf Seiten der Aufständischen oder auf Seiten der Polizei spielen. Und kannst eben mit dem Riot, mit dem Aufruhr umgehen. Ja, also kannst eben sozusagen gewinnen, dadurch, dass du die richtigen Strategien anwendest. Mhm. Ja. Es gibt zum Beispiel ein Spiel, das ist jetzt, also für mich ist es sehr politisch, aber das hat jetzt mit der Tagespolitik nichts zu tun. Das heißt Diaries of a Spaceport Janitor. Also Tagebücher eines Raumhafenputzkraft. Ja? Und da spielt man eben eine Raumhafenputzkraft und ist auf einem Raumhafen und man verdient einen elenden Hungerlohn. Und die Aufgabe besteht darin, also dein Job ist, den Müll in andere wegwerfen, auf den Boden zu verbrennen und die Asche einzusammeln. Ja? Das ist dein Job. Und wenn du den Job ganz normal machst, dann ist es so, dass du viel zu wenig verdienst. Das heißt, du kannst ja nicht das Essen leisten, was sich die anderen leisten können. Das heißt, du lebst aus dem Müll. Und dann kommt aber hinzu, dass deine Figur, bist irgendeine Art Alien, die braucht, um gesund zu bleiben, nach einer gewissen Anzahl von Wochen eine Operation, um sich das Geschlecht umwandeln zu lassen. Sonst geht es ihr schlecht, sonst wird sie krank, hat Halluzinationen und so weiter. Und was ist denn daran bitte nicht politisch? Also, ja, das ist sehr das gut ist, eigentlich. Das ist eine Erfahrung, die jeder mal gemacht haben sollte. Ja, das Meinung ist nach. Schon mal ziemlich gut, ja. Aber da, also das ist natürlich, sind wir sehr weit in der Indie-Area. Das ist natürlich gar kein Mainstream-Spiel. Okay, den Titel musst du mir aber nochmal nennen, den also sollten wir auf jeden Fall nennen. Diaries of a Spaceport Janitor. Port Janitor. Aber es gibt auch Spiele, die nicht ganz so weit draußen sind. Es gibt sogar Spiele hier aus Österreich, die da sehr gut sind. Es gibt eines, das ist gemacht worden von diesem, wie heißen sie? Ich glaube Gold Extra, von diesem Künstler-Programmierer-Kollektiv aus Salzburg mit einem oder mehreren syrischen Flüchtlingen zusammen. Das heißt Path Out. Path Out, da spielt man wirklich die Erfahrung des Flüchtlings nach, während er auf der Flucht ist. Ja. Ja. Und es gibt ganz, ganz viele Spiele, die tatsächlich explizit politisch sind. Es gibt das Spiel Orwell zum Beispiel. Wie der Name schon sagt, es geht um Überwachung. Ja. Es gibt das Spiel Beholder. Da spielt man den Blockwart sozusagen. Mhm. Also derjenige, der im eigenen Haus spioniert. Ganz Nazi-esk. Ja. Es gibt zum Beispiel das Spiel 9-11 Operator. Da spielt man die Person, die Notrufe entgegennimmt und zu entscheiden hat, zu welchem Notruf das nächste Auto fährt. Ja. Das ist ein rein politisches Spiel. Ja, und jetzt stelle ich eine Frage. Mir ist nämlich eine Sache aufgefallen. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich bin gar nicht betroffen. Das ist interessant, dass es Menschen gibt, die so leben oder das tun müssen. Aber was hat das mit mir zu tun? Ich bin nicht betroffen davon. Welches Spiel möchtest du denn spielen? Das ist wurscht. Das ist egal. Was betrifft dich denn?
von den Spielen, die du genannt hast, von dem, was da vorkommt, betrifft mich persönlich jetzt gar nichts. Was würde dich denn betreffen? Welches Spiel möchtest du denn gerne sehen? Also ein Spiel, bei dem ich sehe, dass ich durch meine eigenen Aktionen in meinem ganz normalen Alltag dafür sorge, dass es mir selber eigentlich schlechter geht. Dass ich eben durch das Diffamieren, durch das Wählen einer bestimmten Partei oder sonst was, also was wirklich Alltägliches, dass das Auswirkungen auf mich hat. Kommen wir ganz, ganz stark in den klassischen Serious Games Bereich. Es gibt ja zum Beispiel News Games. Also es gibt ein Spiel, das heißt Westport Independent zum Beispiel. Mhm. Da geht es einfach um die Mechanismen in den Medien, also in den Printmedien. Es gibt ein Spiel, werde ich den Titel wahrscheinlich falsch sagen, Fake It Till You Make It, ist ein Fake News Spiel. Da geht es darum, mit der eigenen Zeitung einfach Fake News zu produzieren und möglichst erfolgreich zu sein. Und so gibt es einige Titel. Ja. Aber es ist natürlich so, den Thomas-Simulator gibt es nicht. Ja? Das wäre vielleicht, also so wie ich die Spielebranche kenne, wie sie sich entwickelt die letzten Jahre, wie sehr dieses Medium demokratisch wird über die Offenheit aller Engines und Ressourcen, über die ganzen Game Jams, die stattfinden und oft sehr politisch sind, gibt es eine Vielzahl an Spielen, die man gar nicht so sehr auf dem Zettel hat, also die auch nirgends aufscheinen für uns jetzt in unserer Wahrnehmung. Ja. Aber es gibt so einiges, was da sehr, sehr spannend und auch sehr politisch und für uns relevant ist. Ja, das definitiv. Aber was ich halt gerne hätte, wäre, wenn die Spielebranche halt auch den Alltag sozusagen sieht und den politisiert würde. Wobei ich der Meinung bin, dass du das nicht spielen würdest, wenn du deinen Alltag spielen könntest. Ja, natürlich, das ist das Problem. Ja. Ja. Aber das müsste eben, es müsste irgendwie, das ist ja schon weit vorgedacht, es müsste so aufgebaut sein, dass ich nicht merke, dass es mein Alltag ist und dann zum Schluss, und das warst jetzt du gerade, du müsste sozusagen vor die Nase gesetzt werden. Das ist ein Spiel, wo du versuchst, den Bösen zu spielen, wo du bist der Politiker. Das ist gut, ja, sowas in der Art, genau. Dass die Leute gegen ihre eigenen Interessen wählen, ja, für dich. Ja, genau. Und dass eben Ausländer raus, also als Politiker Ausländer raus propagieren und im Prinzip manipulieren und gleichzeitig du aber gleichzeitig auch sehen kannst, dass es eigentlich das Umgekehrte ist von dem, was man eigentlich tun sollte, ja. Also man muss dann eben auch immer schauen, man möchte das ja intelligent machen und differenziert. Man muss mit solchen plakativen Dingen sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist die große Gefahr dabei. Ich denke, worin Spiele ganz besonders gut sind, ist, Erfahrungen zu vermitteln, die man selbst noch nicht gemacht hat. Ich meine, nicht umsonst lieben wir große Strategiespiele und spielen gerne den König und spielen in der Welt von World of Warcraft und machen Roleplaying und so weiter, weil wir eben nicht den Hansi oder den Thomas oder den Markus aus dem Wiener Vorort spielen wollen. Das ist an sich nicht interessant. Ja, das stimmt. Ja, deswegen eben wirklich das Gegenüber spielen. Mir ist da jetzt gerade noch ein Spiel eingefallen, welches durchaus politische Töne anschlägt. Gerade rausgekommen, South Park, Fractured Butthole. Ja, genau. Fractured Butthole. Ja, genau. The Fractured But Whole, ja. Genau. Oder wie es auf Deutsch heißt, die rektokuläre Zerreißprobe. Und da gibt es ja eine Sache, die ist wirklich grandios gemacht. Der Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad. Und zwar wählst du den Schwierigkeitsgrad, indem du die Hautfarbe deines Charakters wählst. Oh, das war böse. Ja, das ist so grandios. Und es wird sogar gesagt, wenn du auswählen kannst, es hat absolut keine Auswirkung auf den Schwierigkeitsgrad innerhalb eines Kampfes, sondern nur alles andere. Das heißt also, als Schwarzer wirst du benachteiligt beim Handeln, also beim Handel, die Preise sind schlechter. Als Weißer wirst du hast du es leichter beim Handeln. Und ich finde das grandios, das ist für mich einer der besten politischen Dinge, Aussagen, aber die im Prinzip jetzt schon zu klar sind.
Aber ich finde, das finde ich wirklich eine sehr gute Idee. Sowas sollte öfters passieren, dass solche Aussagen getroffen werden. Eben sowas wie vor die Nase setzen, wo Leute sich durchaus dann auch beschweren anschließend. Also das es ist sehr gut, hat dass es auf den Punkt gebracht. Dass es in so einem Mainstream-Titel passiert, aber sowas gibt es, also das gibt es ja zu Dutzenden. Also es gibt Spiele, es gibt ein Spiel, das heißt Sweatshop zum Beispiel, das ist ein Klickerspiel und wie der Name schon sagt, man baut einfach Arbeitsplatz für Arbeitsplatz auf, wo die Leute eben Sweatshop-mäßig arbeiten, also für einen Hungerlohn. Sweatshop, das habe ich noch nie gehört. Sweat, so wie Schweiß? Ja. Sweatshop. Die typischen T-Shirts-Fabriken in genau. Pakistan. Wie wird Sweat geschrieben? S-W-E-A-T. Genau. Es gibt das Spiel, das ist schon älter, Cart Life, wo man im Prinzip einen Penner mit einem Einkaufswagen spielt. Mhm. Es gibt, ach so, Live mit F wahrscheinlich. Genau, es gibt die ganzen Spiele von Molle Industria, von dem Paolo Pedaccini, der nur politische Spiele macht. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viel, aber das taucht halt in der Wahrnehmung des normalen Gamers einfach nicht auf. Ja. Machen wir nächste Woche weiter, beziehungsweise wenn ihr weitermachen wollt, ich würde heimgehen, dann könnt ihr dem Altari das Mikro geben und noch weiter. Also ich bin auch fertig. Ja, wenn würde ich sagen, machen wir ganz Schluss oder... Machen wir ganz Schluss. Also mit Spielen, das ist auf jeden Fall eine interessante Folge. Oh ja. Sehr coolen Shownotes. Ja, also das ist mal wirklich interessant. Da steht viel drin. Also direkt mal als Rezension, es lohnt sich, diesen Podcast anzuhören. Und die Shownotes zu lesen. Dennis hat brav mitgeschrieben. Ja, nicht jedes Spiel, weil ich zum Teil nicht weiß, wie es geschrieben wird. Bei Sweatshop habe ich jetzt echt nachgefragt. Thomas, ein Schlusswort, dein erstes Biertaucher-Erlebnis. Es ist mein zweites Biertaucher-Erlebnis, muss ich ja sagen. Du hast mich ja schon mal interviewt. Ja, aber da warst du nicht am Podcast. Mhm. Richtig, ich war nicht in dem klassischen Podcast, sondern das war ein Interviewformat. Ich war auch letztes Mal nicht vorbereitet. Ich mache es auch lieber unvorbereitet. Ja, es hat mich auch heute sehr unvorbereitet getroffen, dass ihr zu dritt aufnehmt. War sehr angenehm, war ein cooles Gespräch. Also hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, ich darf mich bedanken und darf nochmal auf meine Aktivitäten verweisen. Games Institute Austria. .org ist meine Homepage und findet mich auch auf Facebook, Games Institute Austria. Ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Play to Learn, die beschäftigt sich mit dem gleichen Thema. Ich bin auf Twitter zu finden und auch auf Instagram. Dankeschön. Ja, schön, dass du da warst. Das war wirklich für mich als Teilnehmer des Podcasts gerade sehr interessant und spannend, ja. Das war ein wirklich cooles Thema. Ich geb dir mal eine Frage. Oh ja, die